Ich will zunächst das Privileg des ersten Redners dazu nutzen, um zu versuchen, darzustellen, welchen Platz dieser Haushalt im Gesamtetat einnimmt. Wir haben es nämlich hier mit einem ganz besonderen Haushalt zu tun, der eine gewisse Einzigartigkeit aufweist. Und bevor ich mich in die Details des Etats hineinbegebe, will ich das mal darstellen. Im Verhältnis zu allen anderen Etats des Bundes ist es nämlich hier ein Haushalt, in dem relativ wenig zu verwalten ist und sehr, sehr viel zu verteilen ist in den Programmtiteln. Wenn man so will, ist Frau Ministerin Wanka damit eine Art ganzjährige Weihnachtsfrau. Und jetzt aber zum Problem zu kommen, das genau ist das Problem dieses Ministeriums, weil Sie verwechseln, und zwar regelmäßig, das Verteilen von finanziellen Wohltaten mit den angestrebten Effekten Ihrer Ausgaben. Und da haben Sie ein erhebliches Missverhältnis zu beklagen. Ja, Sie werden das nachher wieder hören. Sie werden die Ausgabensteigerungen hervorrufen. Und selbstverständlich gibt es nach meinem Wissen niemanden im Deutschen Bundestag, der sich nicht dafür einsetzte, mehr Geld für eine bessere Bildung in den Haushalt einzustellen. Das ist ja nun mal Konsens. Aber das Problem ist dabei, dass Sie sozusagen nicht vergleichen, was aus den erhöhten Aufwendungen wirklich herausgekommen ist. Da muss ich mich leider wiederholen, weil ich bisher noch nicht fruchten konnte mit der Erkenntnis, mit einem Vergleich, Frau Bundesministerin, gemessen wurden die Bienen nicht an ihren Flugkilometern, sondern an dem Honig, den sie nach Hause brachten. Und da haben Sie ein Defizit zu verklagen. Und leider ist das Ergebnis Ihrer Bildungspolitik doch, dass die soziale Spaltung der Gesellschaft über den ungleichen Zugang zu Bildung und Studium regelrecht reproduziert wird. Und das belegen OECD-Studien. Das wissen wir selbst aus eigenen Erkenntnissen. Aber das muss uns doch zu denken geben. Und bei einem solchen Zustand kann man es doch nicht belassen wollen, meine Damen und Herren. Wenn ich mir dann noch den Zustand der frühkindlichen Bildung anschaue, den Zustand der Landschaft bei Kindertagesstätten im Westen und im Süden dieses Landes. Das jammert ja regelrecht den Hund samt Hütte. Und da wäre ja schon mal ein Anspruch zu sagen, lassen Sie uns doch wenigstens mal die Kita-Landschaft im Westen auf Ostniveau bringen. Aber davon sind wir, wie gesagt, weit entfernt. Die Linke schlägt Ihnen eine große BAföG-Reform vor, die eine Menge Geld kosten wird. Wir wollen 4 Milliarden Euro mehr ins System bringen, um tatsächlich mehr Menschen den Zugang zum Studium zu ermöglichen. Dafür wollen wir gerne auf das Deutschlandstipendium verzichten. Und wir betonen an dieser Stelle, Markenzeichen linker Haushaltspolitik sind nicht neue Schulden, sondern sind gerechte Steuern, meine Damen und Herren. Und wir schlagen Ihnen auch vor, eine besondere Hochschulförderung im Bereich strukturschwacher Regionen, von der natürlich vor allem ostdeutsche Hochschulen und Universitäten partizipieren könnten. Man könnte so auch wirtschaftliche und soziale Nachteile wirklich ausgleichen. Frau Ministerin, ich muss Sie noch auf ein ganz spezielles Problem unter vielen Problemen, die Sie haben in Ihrem Haushalt, hinweisen. Es ist ein gravierendes. Im Bundesministerium für Bildung und Forschung sind 18 externe Mitarbeiter vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigt. Dieses Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist aber ein sehr häufiger Zuwendungsempfänger des Ministeriums, nämlich als Projektträger. Wir haben es also in unserem Verständnis hier mit einem klassischen Interessenkonflikt zu tun, wo die gleichen Leute, die die Mittel dann bekommen sollen, im Ministerium möglicherweise Zugang zur Entscheidung, wie sie vergeben werden, haben werden. Und das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen wollen, meine Damen und Herren. Wir haben das als Linke kritisiert, da sind Sie etwas drüber hinweggegangen. Es gibt aber inzwischen eine Ihnen auch sehr bekannte kritische Sicht aus dem Bundesrechnungshof. Und wenn Sie schon meinen, die Opposition nicht ernst nehmen zu wollen, eine solche Ignoranz gegenüber dem Bundesrechnungshof ist beispiellos und nicht zu akzeptieren, meine Damen und Herren. Und nun haben Sie sich, Frau Bundesministerin, ja auch zu dem Nacht- und Nebel-Sonderprogramm der 10 Milliarden Investitionen geäußert. Und Sie sind von der Welt, am 25.11. ist das erschienen, gefragt worden.
Für welche Investitionen plädieren Sie? Und Ihre Antwort war: Ich freue mich, dass neben Infrastruktur auch Bildung und Forschung, und jetzt kommt's, genannt worden sind. Ja, was heißt denn das, genannt worden sind? Das heißt doch, ein Gönner hat es irgendwie verkündet. Es hat keine Kabinettsberatung vor der Veröffentlichung gegeben. Das ist doch nun wirklich Haushaltspolitik nach Gutsherrenart, meine Damen und Herren. Es ist genannt worden. Sie haben also offenbar überhaupt nicht mitwirken können an dieser Entscheidung. Und verweisen Sie auch darauf, dass bislang kein Wort zur Gegenfinanzierung dieses Programms gesagt worden ist. Sie wollten, ja natürlich, das habe ich Ihnen ja gerade erklärt, da muss ich es aber wiederholen, wenn Sie es noch immer nicht verstanden haben, Markenzeichen, linke Haushaltspolitik sind nicht neue Schulden, sondern gerechte Steuern. Sie wollten Deutschlands Zukunft gestalten, angekommen sind Sie bei der schwarzen Null. Zukunftsfähigkeit sieht anders aus. Dank, soweit Roland Klaus für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Annette Hübinger für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin Wanka, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine verehrten Damen und Herren auf der Tribüne. Am Ende des vergangenen Monats ist mir ein Kommentar in der Presse aufgefallen, mit dem Titel, ich zitiere, Deutschland muss in Europa ein Vorbild sein. In diesem Kommentar wurde sehr überzeugend dargestellt, warum man an der schwarzen Null, an der Konsolidierung des Haushaltes festhalten muss und nicht einfach, wenn es eine kleine Konjunkturdelle gibt, an diesem Ziel, dieses Ziel aufgeben sollte. Ich bin stolz, dass wir diesen ausgeglichenen Haushalt nun für 2015 vorlegen können und auch beschließen werden. Sparen ist aber kein Selbstzweck. Mit dem Bundeshaushalt 2015 treten wir deshalb auch den Beweis dafür an, dass man finanzielle Konsolidierung und Zukunftsinvestitionen sehr wohl miteinander verbinden kann und dies nicht nur kann, sondern auch muss. Der Etat des Bundes für Bildung und Forschung ist dafür das beste Beispiel. Schwarze Null beraten wir heute abschließend, aber auch einen Rekordhaushalt. 2015 ist der Etat mit 15,3 Milliarden hinterlegt. Hinzu kommt, dass diese Rekordinvestition keine Eintagsfliege ist, sondern der Bundes- und Forschungsetat maßgeblich in den letzten Jahren immer angestiegen ist. Und wir von 2005 bis heute ihn sogar verdoppelt haben. Auch die Große Koalition wird diese Entwicklung weiterführen. Und ich glaube, dass wir in der Großen Koalition uns am Ende dieser Legislaturperiode sehr gerne daran messen lassen, ob wir das erreicht haben oder nicht. Das Ministerium für Bildung und Forschung hat auch dieses Mal einen Haushaltsentwurf vorgelegt, in dem inhaltliche Kontinuität und neue thematische Akzentsetzungen gleichermaßen berücksichtigt sind. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Ministerin Wanka und an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium für diese gute Arbeit in den vergangenen Jahren. Die richtigen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen in Bildung und Forschung und die finanzielle Verlässlichkeit in diesem Bereich haben dazu geführt, dass Deutschland in Bildungsfragen stark aufgeholt hat, für seine duale Berufsausbildung beneidet wird und in der Forschung zur internationalen Spitze gehört. Eine Entwicklung, die weltweit aufmerksam verfolgt wird. Auf diesen Erfolgen sollten wir uns aber nicht ausruhen. Aber das heißt auch nicht, dass wir jedes Jahr das Rad aufs Neue erfinden müssen. Allerdings ist neu in diesem Jahr, dass der Bund auf Dauer die BAföG-Kosten von den Ländern übernehmen wird. Das sind Einsparungen für die Länder in ungefährer Höhe von 1,2 Milliarden Euro jährlich. Sie haben versprochen, dies im Bildungsbereich zu lassen. Da werden wir drauf schauen. Neu ist aber auch, dass das gemeinsame Bund-Länder-Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung, das der Bund mit 45 Millionen Euro finanziert. Das Ziel dieses Programms ist die nachhaltige Verbesserung der Lehrerausbildung.
von der Profilierung und Optimierung der Strukturen der Lehrerbildung an den Hochschulen bis hin zur Fortentwicklung der Lehrerbildung in Bezug auf die Herausforderungen und Anforderungen der Heterogenität und der Inklusion. Da es ein guter Haushaltsentwurf ist, haben wir im Detail genau hingeschaut, wo wir nachsteuern wollen und auch können. Erhöht haben wir in Zusammenarbeit mit den Fachpolitikern der Koalition zum Beispiel die Titel für berufliche Bildung, insbesondere Berufsorientierung. Hier geben wir 12 Millionen mehr und steigern damit den Titel auf 77 Millionen. Erhöht haben wir aber auch den Titel für die überbetrieblichen Ausbildungsstätten, weil wir dort einen Mehrbedarf für die Renovierungen sehen, aber auch einen Mehrbedarf, um diese Ausbildungsstätten zu Kompetenzzentren in der beruflichen Ausbildung weiterentwickeln zu können. 10 Millionen ist auch hier obendrauf eine stolze Summe. Diese Erhöhungen zeigen, dass wir in der Koalition die berufliche duale Ausbildung genauso wertschätzen und genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie auch der akademischen Bildung. Auch den Themen wie Alphabetisierung, Forschung an Hochschulen, Fachhochschulen oder die Stärkung von Forschungsaktivität im Bereich der vernachlässigten armutsassoziierten Krankheiten finden Sie im Koalitionsvertrag. Die Umschichtung zugunsten dieser Bereiche zeigen, dass die CDU, CSU, aber auch die SPD die Umsetzung des Koalitionsvertrages sehr ernst nehmen. Es ist unsere Leitlinie in den Handlungen. Oft geht es auch gar nicht um ganz große Summen. Und dann will ich Ihnen dies an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben für das Haus der kleinen Forscher 1 Million obendrauf gelegt. Mit dem Haus der kleinen Forscher soll die Neugier der Kinder und auch das Interesse für für naturwissenschaftlichen Vorgänge geweckt werden. Wir wollen dies auch, dass es verstetigt wird, und deswegen wird dieses Programm auch für Kinder im Grundschulbereich fortgesetzt und mit 2 Millionen Euro jährlich unterstützt. Wenn ich schon über kleine Veränderungen in einem Milliardenhaushalt spreche, so möchte ich auch darauf hinweisen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Ministerium die Veränderung, die der Haushaltsausschuss in Kooperation mit den Fachpolitikern beschlossen hat, einfach so fortführt, sondern wir beschließen ja immer nur den einzelnen Haushaltsplan für das jeweilige Jahr. Und da muss man das BMBF loben. Auch diese Dinge sind zumeist vollumfänglich fortgeführt worden, sodass wir nicht immer wieder von vorne anfangen müssen, sondern uns auch neuen Akzenten widmen können. Diese Änderungsanträge von 14 bis 2015, wenn man sie also mal hochrechnet bis zum Ende der Legislaturperioden, bedeuten eine Festschreibung von 370 Millionen Euro. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in den folgenden Jahren die Fachpolitiker oder auch die Haushaltspolitiker noch einige Wünsche haben. Jeder umgeschichtete Euro wurde durch eine seriöse Gegenfinanzierung aus dem Haushalt gedeckt. Und da unterscheiden wir uns auch etwas in unserem Anspruch von den lieben Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Denn wenn man da mal auf die einzelnen Zahlen schaut, bei den Grünen, muss ich sagen, 1,5 Milliarden Umschichtungen, gegenfinanziert waren 230 Millionen. Die Linke setzt dann noch die Krone auf, 6,6 Milliarden Euro Umschichtung, 810 Millionen gegenfinanziert. Seriöse Haushaltspolitik zum Wohle von Bildung und Forschung sieht da in meinen Augen etwas anders aus. Und rein mit Fantasie an diese Sache heranzugehen, denke ich, ist nicht der richtige Weg. Ich möchte Ihnen aber zugestehen, dass Sie auch eine ganz andere Politik, insbesondere auf der linken Seite, wollen. Aber zurück zur Realität. Der Blick auf den Haushalt 2015 zeigt, dass die Koalition und auch das Haus immer noch der obersten Priorität folgt, nämlich dass Bildung und Forschung hier an erster Stelle stehen muss.
Und ich glaube, wenn wir in den künftigen Haushalten Spielräume haben, ist es dieser Bereich, in den man am allerbesten für die Zukunft unseres Landes, für die Zukunft unserer Kinder investieren kann. Zum Schluss darf ich mich noch ganz herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen Mitberichterstatter, insbesondere bei unserem Hauptberichterstatter Sven Schulz, für das kollegiale Miteinander und seine optimale Führung dieser Haushaltsverhandlungen. Ich darf mich aber auch bedanken bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern des Ministeriums und bei unseren Fraktionen, denn es ist nicht eine einfache Sache, nächtelang über diesem Haushalt zu brüten, und ich bedanke mich für diese gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Soweit Annette Hübinger für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Ekin Deligöz, Bündnis 90 Die Grünen. Ekin Deligöz für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, wir haben am Dienstag waren wir eingeladen zu der Einweihung Ihres neuen Gebäudes. Ich gratuliere auch in unserem Namen zum neuen Gebäude. Es ist ja ein sehr, sehr innovatives Gebäude, zumindest mal was die energetischen Fragen anbringt. Da freue ich mich als Grüne natürlich ganz besonders drüber, und ich hoffe auch, dass sich diese Innovation auf Ihre Politik niederschlägt, die wir dann in Zukunft aus diesem Hause auch bekommen. Wenn ich mir allerdings Ihren Haushalt ausschaue, hört es mit dem Feiern ein Stück weit auf, weil da hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Und Frau Hübinger, wenn Sie hier so behaupten, wir hätten hier Forderungen gestellt, die wir nicht gedeckt sind, Sie wissen das besser. Sie wissen, dass wir einen Antrag vorneweg gestellt haben, wo wir genau in die ökologisch schädlichen Subventionen reingegangen sind, wo wir in die Investitionen in den neuen Infrastrukturen, aber auch in die neuen Energien beispielhaft dargezeigt haben, wo man einsparen kann, wo man investieren kann, und dass bei uns jedes Cent gedeckt wird. Diese Behauptung lassen wir so nicht stehen und auch nicht gelten für meine Fraktion. Im Jahr 2014 haben Sie das Jahr begonnen im Bereich Bildung und Forschung mit 9 Milliarden neuen Kosten. Das klingt gut, das klingt wahnsinnig viel. Es allein fehlt mir der Glaube, weil da kommen wir zum Kern. Dieser Haushalt ist auf Sand gebaut. Warum? Sie setzen auf gute Steuereinnahmen, Sie setzen, dass die Konjunktur weiterhin wächst, Sie setzen auf niedrige Arbeitslosigkeit, auf niedrige Zinsen. Und wenn es bei den Steuereinnahmen auch nur einen Hauch von einer Senkung gibt, von 0,5%, haben Sie schon in Ihrem Haushalt eine Lücke von 14 Milliarden. Ob es Ihnen gelingen wird, in 2 Jahren endlich mal eine BAföG-Erhöhung durchzusetzen und dass diese 9 Milliarden auch tatsächlich am Ende 9 Milliarden sind, daran werden Sie sich messen lassen müssen im Moment. Im Moment reden wir nur von Versprechen und nicht von einer tatsächlichen Umsetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schon jetzt muss dieser Haushalt eine große Last einbringen. Sie haben die größte globale Minderausgabe innerhalb der vielen Einzelpläne mit fast 500 Millionen auferlegt bekommen. Und das müssen Sie, obwohl hier der Minister, die Kanzlerin, Sie selber gleich auch immer behaupten, Bildungsinvestitionen seien wahre Zukunftsinvestitionen. Vorne zur Tür bringen Sie zwar das Geld rein, hinten aus dem Fenster holen Sie aber das Geld wieder raus. Sie tricksen, meine Damen und Herren, Sie tricksen. Das sind leere Versprechungen, was Sie uns hier vorführen. Ärgerlich ist übrigens auch, dass beim Betreuungsgeld in der Bereinigung 100 Millionen Euro gesenkt wurden. Sie aus dieser GMA dieses Geld gegenfinanzieren, das aber nicht im gleichen Maße aufgeschlagen bekommen haben, sondern dass Sie weitere 70 Millionen Euro drauflegen mussten in der GMA an Einsparungen. Rechte Hand, linke Hand, Sie tricksen, meine Damen und Herren. Sie reden hier Innovationen und rauskommen Sparmaßnahmen in Ihrem Haus, nämlich genau dort, wo Investitionen stattfinden. Was aber mir wirklich Bauchschmerzen macht, Frau Ministerin, und da haben wir offensichtlich einen Dissens, den ich hier auch nenne, das sind die Rückbau der Stilllegung der atomaren Forschungsanlagen. Als Haushälterin mache ich mir da wirklich Sorgen darüber, wie die ganzen explodierenden Kosten mal diesen Haushalt belasten werden. Als Grüne bin ich überzeugt davon, dass es richtig war, gegen kerntechnische Anlagen, gegen Atomforschung auch anzugehen. Und da haben wir einen Dissens. Sie sagen noch immer, die Forschung in der Kernfusion, die Forschung in der Atomenergie sei eine Zukunftsforschung. Ich sage Ihnen aber, das ist eine rückständige Forschung, das ist Festhalten an Dinosauriertechnologien. Wir hier in Deutschland, wir können anders, Innovation geht anders. Sie wollen übrigens
auch den Atommüll aus Jülich in die USA abschieben. Ja, ich sehe das kritisch. Ich sage Ihnen auch, warum ich das kritisch sehe. Weil Sie sagen, das ist forschungsfüllt. Das ist aber falsch. Fakt ist, dass aus diesem Reaktor jahrzehntelang kommerziell Strom erzeugt, verkauft wurde und damit auch Geld verdient wurde. Damit ist es nicht mehr Forschungsmüll. Damit gilt nämlich auch das Gesetz, dass Wiederaufbereitung im Ausland seit 2005 verboten ist. Und damit gilt die Verantwortung, dass wir eine Lösung in Deutschland finden müssen und Sie damit auch verpflichtet sind, nach dieser Lösung zu suchen. Wir können nicht sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Sie müssen sich dieser Verantwortung stellen. Drücken Sie sich da bitte auch nicht weg. Ich finde übrigens, dass insgesamt die Stilllegung dieser Forschungsreaktoren eigentlich gar nicht in Ihren Haushalt gehören. Eigentlich gehören sie in ein anderes Haushalt, nämlich dort, wo tatsächlich auch Wissen und Know-how vorhanden ist mit Atommüll. Das ist das BMU. Wir könnten auch über das Finanzministerium direkt in Anbetracht der Tatsache, was da auf uns zukommt, reden. Aber besser wäre meines Erachtens BMU. Aber Fakt ist doch, an erster Stelle muss die Sicherheit stehen. Und ich glaube, schon allein deswegen in Ihrem eigenen Interesse sollten Sie auch mit daran arbeiten, dass es nicht mehr in Ihrem Haushalt verbleibt, sondern in ein anderes Haushalt überwandert. Abschließend bedanke ich mich bei unserem Berichterstatter Sven Schulz. Er hat es nicht nur sehr gut gemacht, sondern ich bedanke mich bei allen Berichterstattern und auch dem Hause, dass sie gute Ideen übernommen haben. Ich bin schon immer überzeugt gewesen als Politikerin, dass gute Ideen sich durchsetzen. Als wir unsere Anträge eingebracht haben, dass die Kürzungen im Bereich der beruflichen Bildung zurückgenommen werden, haben sie noch dagegen gestimmt. Sie wurden eines Besseren belehrt. Gute Argumente setzen sich durch. Am Ende zählt das Ziel. Und wenn die Ideen von den Grünen kommen, umso besser. Ich freue mich auch, dass Sie jetzt eine Aufwertung haben im Bereich der Friedensforschung an den Fachhochschulen. Auch eine alte, lange grüne Forderung. Wir bleiben zuverlässige Partner, wenn es um Bildung und Forschung geht. Und eins unterscheidet uns von Ihnen. Wir tricksen nicht. Danke. Ekin Deligöz war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihr jetzt Sven Schulz für die SPD-Fraktion. Sven Schulz für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollegin Deligöz, eigentlich hatten Sie gerade so einen schönen Schluss, das war so versöhnlich, und dann kam das mit dem Tricksen. Also wir sollten uns da noch mal gegenseitig ein bisschen besser auf den Stand der Dinge bringen. Dieser Haushalt ist seriös ausfinanziert, und wir haben das in wirklich sehr intensiven Haushaltsberatungen sichergestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat eine ganze Menge Arbeit gemacht, mehr als man so von außen erkennen kann. Darum will ich mich in meiner Funktion des Hauptberichterstatters dann auch noch mal ganz herzlich bedanken bei meinen Berichterstatterkolleginnen und bei meinem Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Vor allem aber richtet sich der Dank an die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns Berichterstatter dabei unterstützt haben, in den Abgeordnetenbüros, in den Fraktionen, natürlich auch im Ministerium. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Herzlichen Dank von uns allen. Neulich habe ich hier im Plenum davon gesprochen, dass Ministerin Wanka sicher jeden Tag dem Himmel für die SPD dankt. Denn schließlich haben wir die Ausgaben für Bildung und Forschung im Vergleich zur schwarz-gelben Finanzplanung deutlich erhöht. Heute will ich das erweitern. Frau Ministerin, Sie werden sich bestimmt glücklich schätzen, dass Sie mit einem so engagierten Parlament zusammenarbeiten. Denn wir haben es geschafft, den guten Regierungsentwurf noch ein Stück weit zu verbessern. Insgesamt 25 Änderungen sind es geworden. Manche, wie die zusätzliche Million beim Haus der kleinen Forscher, von der Frau Hübinger sprach, klein, aber fein. Manche ein wenig größer. Ich habe gestern noch mal die Debatte der ersten Lesung im September nachgelesen. Was da von Seiten der Regierungsfraktionen an Themen angesprochen wurde, haben wir in den Haushaltsberatungen Punkt für Punkt abgearbeitet. Wir können heute klar sagen, die Koalition hat Wort gehalten und der Deutsche Bundestag macht einen Unterschied, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Redezeit kann ich nicht auf alle Bereiche eingehen, die wir berücksichtigt haben. Lassen Sie mich darum einige herausgreifen, ohne dass mir das jetzt bitte als Mangel an Wertschätzung für die anderen Themen ausgelegt wird. Sie können sicher sein, dass wir alle Fragen intensiv erörtert haben.
In den Beratungen sind von verschiedenen Abgeordneten, auch von der Opposition, Hinweise gekommen, dass wir die berufliche Bildung noch stärker betonen müssen. Und das haben wir getan. 22 Millionen Euro in 2015 und 55 Millionen in den folgenden Jahren stellen wir mehr zur Verfügung, um 20.000 zusätzliche Plätze für die Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern sowie überbetriebliche Berufsbildungsstätten zu finanzieren. Das ist ein starkes Signal in Richtung beruflicher Bildung. Und wir werden in den nächsten Jahren noch mehr für die berufliche Bildung tun. Dazu gehört dann auch das Meister-BAföG. Beim Schüler- und Studierenden-BAföG haben wir vorgelegt. Jetzt müssen wir für die beruflich Qualifizierten nachlegen. Diese Fachkräfte sind uns nicht weniger wichtig, und wir werden das mit einer entsprechenden Stärkung unterlegen. Wir haben in den parlamentarischen Beratungen noch mal draufgelegt für die Produktions-, Arbeits- und Dienstleistungsforschung. Das ist für die Wirtschaft ein wichtiges Feld, aber natürlich auch und gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Alle reden über die Industrie 4.0. Die Wirtschaftswelt und die Arbeitsplätze verändern sich massiv. Wir wollen die Umbrüche stärker erforschen und positiv gestalten. Es ist uns wichtig, gemeinsam mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft und mit den Gewerkschaften zu Konzepten zu kommen, damit wir im Wettbewerb Schritt halten und gleichzeitig gute Arbeit schaffen. Der Wandel darf nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Alphabetisierung und Grundbildung. Auch da haben wir den Ansatz erhöht. Wir liegen jetzt beim Doppelten des Jahres 2013. Es geht da nicht um Nobelpreise und um Hightech. Und trotzdem ist das wirklich sehr wichtig. Gemeinsam mit dem Staatssekretär Müller habe ich neulich eine Veranstaltung zu diesem Thema besucht. Es ist wirklich beeindruckend, von den Menschen, die alphabetisiert werden, von den Erwachsenen und von den Projekten zu lernen, was Alphabetisierung individuell bedeutet für gesellschaftliche Teilhabe und für die Chancen. Mit relativ wenig Geld können wir da wirklich eine Menge bewirken. Das Ministerium entwickelt gemeinsam mit den Ländern das Konzept für eine ganze Alphabetisierungsdekade. Der Bundestag wird das mit gutem Rat und Unterstützung begleiten. Wir wissen, jeder Bürger, dem wir damit auf seinem Lebensweg helfen, das ist ein großer Erfolg für uns alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben vieles mehr gemacht für die digitalen Medien in der Bildung, für die Friedensforschung, für die kleinen Fächer, für die Stärkung Deutschlands im europäischen Forschungs- und Bildungsraum, für die Forschung an den Fachhochschulen, für die Gesundheitsforschung, für die Kitas. Ich will aber auch zu einem, eigentlich dem einzigen Punkt kommen, wo es in der Koalition ein Stück weit gehakt hat. Ich will das hier so offen ansprechen, weil man muss das nicht verschweigen, und schließlich bleiben wir auch in der Koalition unterschiedliche Parteien. Das ist auch gut so. Ich meine das Ganztagsschulbegleitprogramm. Wir von der SPD sind der Auffassung, dass sich der Bund trotz der Zuständigkeit der Länder für die Schulen aus diesem erfolgreichen Programm nicht ganz herausziehen sollte. Die Union will nur die Forschung weiterfinanzieren, nicht aber das Beratungsnetzwerk und den bundesweiten Ganztagsschulkongress. Obwohl die Union da sehr klar ist und auch ihre respektablen Gründe hat, ist sie uns für das Jahr 2015 so weit entgegengekommen, dass wir eine nochmalige und letztmalige Finanzierung von Seiten des Bundes vorsehen. Wir setzen nun darauf, dass die Länder die Zeit nutzen und künftig eine andere Lösung finden. Wie gesagt, insgesamt hat der Haushaltsausschuss 25 Änderungsanträge beschlossen. Wir mussten auch Gegenfinanzierung für unsere Ausgabenwünsche vorsehen. Nur mehr Geld fordern, das wäre allzu leicht gewesen. Wir haben Positionen gefunden, in denen die Ausgaben nicht in der geplanten Höhe umsetzbar sind, etwa beim Deutschlandstipendium, beim Haus der Zukunft und bei einigen Investitionsvorhaben. Unsere Anträge wurden auch von der Opposition im Haushaltsausschuss überwiegend angenommen oder mit einer freundlichen Enthaltung bedacht. Es gab nur wenige Ablehnungen. Ganz schlecht können unsere Änderungen also nicht gewesen sein. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit mit Frau Hübinger sehr zielführend und verlässlich ist. Und auch mit den beiden Oppositionsberichterstattern ist es sehr konstruktiv und angenehm. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob euch das hilft, wenn ich das hier so sage, aber ihr müsst jetzt mit diesem Lob klarkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schauen auch über das Jahr 2015 hinaus. Die deutsche Bildungs- und Forschungspolitik hat in den letzten gut 15 Jahren lange Linien entwickelt, über die verschiedenen Regierungen hinweg. Rot-Grün, Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb.
Und wir setzen noch mal ordentlich eins drauf und entwickeln diese langen Linien weiter. Wir verlängern den Hochschulpakt. Wir verlängern den Pakt für Forschung und Innovation. Wir übernehmen das BAföG komplett und stärken das. Und wir führen die Exzellenzinitiative verändert weiter. Das ergibt ein erhebliches Haushaltsvolumen in den nächsten Jahren, das ich hier mal lieber nicht näher beziffern will. Sonst kriegen ein paar Haushälter Schweißausbrüche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es wird noch besser. Mit dem Investitionspaket für 2016 bis 2018 entfällt schon mal die Umlage für das Betreuungsgeld. Das sind über 100 Millionen jährlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sag dazu, endlich haben wir das erreicht. Mich hat das die ganze Zeit schon geärgert, dass der Bildungshaushalt mit diesem unsinnigen Betreuungsgeld auch noch belastet wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit ist jetzt dann Schluss. Hinzu kommen in den nächsten Jahren je über 300 Millionen zusätzliche freie Mittel. Und dann stellt sich auch noch die Frage, was wir mit den weiteren Mitteln für Investitionen machen werden. Das werden wir in den nächsten Monaten erörtern. Das sind schon ordentliche Perspektiven. Ich würde jetzt gerne noch erläutern, was wir mit dem Geld alles machen wollen, nach Vorschlag der SPD. Aber ich darf nicht. Die Präsidentin leuchtet schon. Mein Fazit leuchtet mir den Weg. Ja. Mir tut es ja auch leid, es ist ja auch bald Weihnachten, aber geht nicht. Bitte kommen Sie zum Ende. Fazit, wir haben einen guten Rekordhaushalt 2015 heute hier zur Abstimmung vorliegen. Und ab der nächsten Woche machen wir uns dann an die noch besseren Haushalte der nächsten Jahre. Herzlichen Dank. Sven Schulz war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt die zuständige Ministerin, deren Haushalt hier beraten wird, Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, gehört der CDU an. Unglaublich, aber bisher haben Sie sich in dieser Debatte überpünktlich an die Redezeiten gehalten. Ich begrüße meinen Kollegen Hinze auf der Tribüne. Schönen guten Morgen, Herr Kollege, oder guten Tag, Herr Kollege. Und fahre fort in der Redeliste mit Bundesministerin Professor Johanna Wanka. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren seit Dienstag in der letzten Lesung den Haushalt für das Jahr 2015. Und ich denke, in fast allen Redebeiträgen ist natürlich von der schwarzen Null und von der Tatsache keine neuen Schulden geredet worden. Das ist ein Kraftakt seit Jahrzehnten. Und Sie können sich vorstellen, dass nicht nur bei uns, sondern in vielen Ressorts es natürlich Wünsche gibt. Und es trotzdem zu erreichen, dass die schwarze Null, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden. Und in dieser Situation hat der Einzelplan, über den wir jetzt gerade reden, des BMBF, eine Steigerung von diesem Jahr aufs nächste um 8,7%. Um 8,7%. Das bedeutet erfolgreiche Konsolidierung und auch erfolgreiche Schwerpunktsetzung. Und Frau Deligueux, Sie wissen es besser. Sie wissen es, ich habe es schon oft gesagt. Diese Steigerungen sind netto. Das ist unter Abzug der globalen Minderausgabe. Das ist wirklich das Geld, was echt draufkommt, über 1,2 oder rund 1,2 Milliarden. Und meine Damen und Herren, insgesamt sind es 15,3 Milliarden. 15,3 Milliarden. Und damit steigt der Haushalt des BMBF neunmal in Folge, seit 2005, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, ist dieser Haushalt jedes Jahr gestiegen. Und nun kann man meinen, Bildung und Forschung ist wichtig, ist überall auf der Welt wichtig. Nein, schauen Sie sich einfach mal um in Europa. Gucken Sie doch mal in Europa, welche Länder nicht gekürzt haben. Und ich will jetzt gar nicht von Griechenland mit 40% Kürzung reden. Und ich will gar nicht von Großbritannien reden. Es gibt kaum Länder, Norwegen, Schweden noch so ähnlich, die überhaupt gesteigert oder es gehalten haben. Das heißt, das ist nicht trivial und es ist eine große Leistung, diese Schwerpunktsetzung in dieser Bundesrepublik Deutschland so konsequent durchgehalten zu haben. Das muss uns erst mal einer nachmachen. Und jetzt ist die Frage, was macht die Opposition? Von Seiten Bündnis 90 Die Grüne sind Änderungsvorschläge. Klar, macht eine Opposition. Änderungsvorschläge machen auch eigene Leute, ist klar. Also Änderungsvorschläge in einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro. Also doppelt so viel, wie wir Steigerung haben, 2,4 Milliarden Euro. Nur mal so zur Orientierung, um das ein bisschen einzuordnen. Diese Summe, 2,4 Milliarden Euro, das ist die Summe,
um die Sie in Ihrer Regierungszeit auf Bundesebene in 7 Jahren den BMBF-Haushalt gesteigert haben. In 7 Jahren, das ist jetzt die Forderung für ein Jahr. Und ich denke, an der Stelle ist ganz deutlich, wie Taten und Wort auseinanderklafft. Die Linke will natürlich nicht nur 2,4 Milliarden mehr. Das hätte jetzt keiner gedacht. Und auch nicht 3 oder 5, sondern 7 Milliarden mehr. 7 Milliarden mehr Änderungsanträge. Und, meine Damen und Herren, ich wäre ja froh, ich würde es mir ja wünschen, wenn Sie in dem Bundesland, in dem Sie Einfluss haben, wo Sie in der Regierung sind, wenigstens dafür sorgen würden, was Sie in den letzten Jahren nicht getan haben, dass das Geld, was vom Bund kommt in dieses Land, wenigstens dann an den Hochschulen, bei den Studierenden landet. Das wäre mein Wunsch. Und es ist klar, Oppositionsarbeit hat ihre eigenen Regeln. Ich war auch selbst mal in der Opposition. Das ist völlig klar. Aber ich denke, bei Forschung und Bildung brauchen wir etwas anderes. Da brauchen wir Verlässlichkeit, wir brauchen einen langen Atem. Und deswegen ist ein ausgeglichener Haushalt die beste Basis dafür, dass das, was wir jetzt immer geschafft haben, auch in Zukunft Spielräume überhaupt für diesen Bereich und darüber zu reden, was machen wir mit 10 Milliarden. Und das ist eben der Unterschied. Ich glaube, Sie möchten gerne Politik für den Augenblick, für im Moment, für den Appell, für den Beifall. Wir wollen Politik der Verantwortung. Und die muss den langen Atem haben. Und das zeigt dieser Haushalt. Und das zeigt auch die Steigerungsrate in dieser Legislaturperiode im BMBF-Haushalt, so wie er jetzt vorgeschlagen ist, 25% noch mal mindestens in dieser Legislaturperiode. Und eines verstehe ich nicht, Herr Klaus. Das verstehe ich überhaupt nicht, die Bemerkung, wir sind den Nachweis schuldig geblieben, was mit dem Geld, was im BMBF immer war, gemacht wurde. Jetzt mal abgesehen von den Evaluationen, die wir reichlich machen über alle unsere Programme, um genau zu gucken, was passiert, dann ist doch der Beleg, so wie wir dastehen in der Wissenschaftsszene, in der Forschungsszene. Und wir sind international Spitze. Wir sind bei den Innovationsrankings ganz weit vorn. Und das ist der Beleg dafür, dass das, was gemacht wurde, richtig ist und wichtig ist. Und ich denke, dass es nicht nur darum geht, dass man mehr Geld ausgibt, sondern wie man es ausgibt. Und wenn wir jetzt in der Situation sind, dass aus aller Welt Studierende zu uns kommen, Forscher zu uns kommen, wir richtig gute Spitzenforscher bekommen, dann ist das etwas, was wir erreicht haben, auch durch Strategien. Und deswegen sage ich hiermit stolz, dass ich stolz darauf bin, dass wir in diesem Jahr, in 2014, als erstes europäisches Land eine Strategie für den europäischen Forschungsraum. Wie sieht das Deutschland? Was macht Deutschland? Und das ist ein Thema, wenn heute der neue Kommissar für Wissenschaft, Forschung und Innovation zu mir kommt, worüber wir reden, wie kann man erreichen, dass Europa insgesamt stark ist, weil wir sind in Deutschland gut, aber es nützt uns nur, wenn wir als europäischer Bereich glänzen, im Gegensatz zu oder in Konkurrenz zu den anderen Standorten auf der Welt. Und von dem Geld, was in den letzten Jahren in diesen Haushalt geflossen ist, ist ganz viel angekommen. Natürlich da, wo Bildung und Forschung gemacht wird, in den Ländern. Ganz viel Geld über den Pakt für Forschung und Innovation, über den Hochschulpakt, über die Exzellenzinitiative. Aber jetzt machen wir etwas, was es noch nicht gab. Ab 1. Januar zahlt der Bund das BAföG komplett, und wo da ein Schattenhaushalt oder wo da nicht in Richtung Herr Mutlo, nicht, dass Sie gleich einen Schreck kriegen. Nein, weiß ich auch. Nein, Sie guckten so kritisch, deswegen habe ich an Sie gedacht. Also, wir beide ja. Entschuldigung, ich habe nach der Vokabel gesucht, wie man sozusagen das, was Frau Deligöz ausdrückte, es tricksen, ja, tricksen, ich kam nicht drauf, tricksen, wie man trickst, wenn ab 1. Januar, also jetzt in praktisch einem knappen Monat, wir das Geld vollständig bezahlen, was da ein Trick dabei sein soll. Also das müssen Sie mir mal erklären. Das ist hartes Geld. Und was man mit diesem Geld machen kann. Dieses Geld, wir haben es ins Gesetz geschrieben, insbesondere für die Hochschulen,
insbesondere für die Hochschulen. Und wir alle wissen, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen, die ist trotz der vielen Gelder, die wir gegeben haben vom Bund, nicht gestiegen. Und die könnte jetzt nur theoretisch, wenn man das Geld nimmt, könnte man ab sofort, ab dem 1. Januar, für alle Hochschulen, für die ganz Großen in München oder in Berlin und für die ganz Kleinen, jede Hochschule mit 5% mehr dauerhaft Grundfinanzierung ausstatten. Und wenn man das Geld richtig einsetzt, das ist dauerhaftes Geld für Dauerstellen, das ist für das Problem wissenschaftlicher Nachwuchs das geeignete Instrument. Und das liegt auf dem Tisch der Länder. Und meine Damen und Herren, wenn es nach Henry Ford geht, der sagte einmal, ein Land entscheidet sich nicht erst in den Forschungslaboren und in den Fabrikhallen, sondern was ein Land ausmacht, entscheidet sich in den Schulen. Wir fangen früher an, auch in der Kita. Und das dieses Haus der kleinen Forscher, das wir jetzt seit einer Reihe von Jahren haben, wo wir uns in den Koalitionsverhandlungen vorgenommen haben, 80% aller Kindereinrichtungen zu erreichen, sind wir jetzt schon in der Schule, in der Grundschule bis zur 4. Klasse. Und wir machen Unterstützung der Länder, der Eltern, der Schüler, die sich dafür interessieren. Und dass wir dort mit einem ganzen Stab von Mitarbeitern ein richtiges, wirkliches, gutes System aufgebaut haben, das ist etwas, darauf können wir stolz sein. Und es wird ja auch, wie Sie gesagt haben, von Ihnen wertgeschätzt. Und wenn der nächste Schritt die Schule ist, dann ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt in der Schule sind die Lehrer. Ist die Qualität, ist das Geschick der Lehrer. Und wir haben viele positive Nachrichten über die Wertschätzung der Lehrer durch die Kinder. Und wir haben jetzt, und das startet im nächsten Jahr mit Geld, es läuft jetzt schon in der Ausschreibung und in der Entscheidung, eine 500 Millionen, 500 Millionen von Seiten des Bundes, die ohne Kofinanzierung ausgegeben werden, damit die Lehrerbildung in den Ländern, die ja die Hauptlast tragen, da ist es ja die Aufgabe, dass dort Neues probiert werden kann, dass dort Qualität gesteigert werden kann, dass man sich auf die neuen Herausforderungen einrichten kann. Und die berufliche Bildung, bei der beruflichen Bildung, die Problemlage kennen wir alle. Bei der beruflichen Bildung ist das Entscheidende für mich nicht ein neues Programm, sondern das Entscheidende ist, etwas flächendeckend hinzubekommen. Das heißt, präventiv, nicht erst, wenn Sie keinen Abschluss haben mit 35 oder anderes, präventiv und individuell auf den Einzelnen, auf seine Fähigkeiten ausgerichtet zu beraten. Und das ist nicht leistbar flächendeckend mit den Summen, die wir in unserem Etat haben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir in der Bundesregierung mit dem Arbeitsministerium und mit der Bundesagentur uns verständigt haben und über eine Milliarde in den nächsten Jahren einsetzen für Berufseinstiegsbegleitung, für Unterstützung der Bildungsketten. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt im eigenen Haushalt diese Titelansätze, die wir haben, noch mal über das, was Sie sich gewünscht haben, ein Stück erhöht haben. Das ist rund. Und bei der Alphabetisierung, die habe ich selbst vor Ort ganz intensiv erlebt, mit denen, die es geschafft haben, mit denen sich getraut haben, mit den Gruppen. Da kommt es vor allen Dingen darauf an, das Richtige zu tun, die Instrumente. Wir hatten in Niedersachsen immer 1 Million ohne Bund pro Jahr. Erreicht haben wir da 50, 60. Wir müssen mehr erreichen. Und deswegen brauchen wir dort die großen Instrumente. Und das muss man auch durch entsprechende Maßnahmen, Werbemaßnahmen, wie sie in dieser Kampagne angelegt sind, um viele zu erreichen und vor allen Dingen, um zu ermutigen. Und das ist auch ein Thema für Bildungsgerechtigkeit. Und Bildungsgerechtigkeit, Hochschulpakt. Ich habe heute vermisst, weil Sie ja alle wissen, wir haben es geregelt, dass gesagt wird, was ist denn mit den steigenden Studierendenzahlen? Eigentlich ist der Hochschulpakt ein Paket, wo festgelegt ist, wie viel der Bund zahlt, aufgrund der Prognose. Schluss. In den Jahren wurde immer wieder die Summe angehoben, wenn mehr Studierende da waren. Wir hatten gestern die neue Studierendenprognose. Wir zahlen in 2015 200 Millionen mehr als geplant sind. 200 Millionen mehr. Das heißt, wir reagieren darauf und zahlen für jeden Studenten, der mehr jetzt an den Hochschulen ist, den entsprechenden Betrag. Und 200 Millionen, das ist eine beträchtliche Summe. Das ist etwas, was ein paar letzte Bemerkungen zur Forschung und Entwicklung. Dass wir viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben haben, hat auch bewirkt, durch kluge Konstrukte, dass die Wirtschaft mehr ausgegeben hat und dass wir in Richtung, dass wir bei diesen 3% des Bruttoinlandsproduktes sind. Und das Herzstück, das Kernstück der Forschungsförderungsphilosophie des Bundes ist die Hightech-Strategie. Und vielleicht mal zwei Einsprengsel. Ich denke, es ist ganz klar, dass für alle
CDU und CSU, Wertehaltung, dass für uns nachhaltiges Wirtschaften, Klimaschutz Herzensangelegenheiten sind. Und deswegen ist es in diesem Jahr ein intensiver Agenda-Prozess gewesen, zu überlegen, wie machen wir das Forschungsprogramm für nachhaltige Entwicklung noch stärker? Was machen wir in den nächsten Jahren? Und diesen langen Prozess unter Beteiligung Zivilgesellschaft, Verbände, wer auch immer sich beteiligen wollte, und das läuft im Rahmen der Hightech-Strategie jetzt ab Januar mit neuem Drive. Und Sie haben die Bilder gesehen von der Sonne. Die startet jetzt im Dezember in dem Pazifischen Ozean. Und was macht sie dort? Was macht sie dort? Herr Rüspel, haben Sie es nicht verstanden? Schiff. Ich wollte nur sagen, dass es nicht um die Sonne geht, sondern um das Forschungsschiff. Ja, wir waren eine Woche lang im Morgenfernsehen, das haben alle mitgekriegt. Also, das Forschungsschiff Sonne, das, was macht das dort im Pazifischen Ozean? Das kümmert sich nicht darum, wo sind vielleicht Rohstoffe, die wir in Deutschland brauchen. Das kümmert sich um grundlegende Fragen der Menschheit. Das kümmert sich um Fragen des Klimawandels. Wie entsteht das Klima da? Wie kann man Tsunami verhindern? Weil wir jetzt in Tiefen vordringen können mit diesen entsprechenden Geräten, in denen wir noch nie waren, und sehen können, was auf dem Meeresboden passiert und was das für Auswirkungen hat. Das ist ein wichtiger Punkt der Hightech-Strategie. Und der zweite, auf den ich nur an dieser Stelle kurz eingehen möchte, Barack Obama hat sich analysieren lassen, vorlegen lassen, warum sind die Deutschen so gut? Warum sind die in den Innovationsrankings vor uns? Warum packen die das? Und in der Analyse, die man ihm vorgelegt hat, war klar oder wurde deutlich herausgearbeitet, dass Deutschland stark ist dadurch, dass Deutschland in der Lage ist, sich in den alten Industrien, immer wieder durch Innovationen international wettbewerbsfähig zu halten, dass wir nicht der Weltmeister sind im Einreißen und alles völlig neu, sondern dass wir diese Innovationskraft in den Industrien haben. Und jetzt in der Produktion liegt vor uns Digitalisierung, und diesen Wettbewerbsschub schaffen wir, müssen wir schaffen, aber dazu zählt auch staatliche Förderung. Und das schon von Herrn Schulz angesprochene Programm, das ist Forschung für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen, auch die Arbeitsbedingungen mit den Sozialpartnern. 1 Milliarde startet oder läuft zum Teil schon und startet, gerade was die Arbeit anbetrifft, in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr. Und ich denke, meine Damen und Herren, das waren nur wenige Beispiele. Dass es uns gelingt, nicht nur mehr Geld in diesen Bereich zu geben, sondern dass es uns auch gelingt, bei den großen Herausforderungen ehrliche und tragfähige Antworten zu finden. Und darauf bin ich stolz. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka war das. Nach ihr jetzt für die Linksfraktion, deren Sprecherin für allgemeine Bildungspolitik, Rosemarie Hein. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, in dieser Woche waren wir ja Gäste bei der Eröffnung Ihres neuen Gebäudes, einem sehr schönen Gebäude. Und nach den Reden konnten wir ein Kunstwerk bestaunen, das an der Treppe präsentiert wurde. Aus dem Treppengeländer stieg weißer Rauch auf. Weißer Rauch gilt ja als Zeichen dafür, dass ein Problem gelöst worden ist. Doch für weißen Rauch, finde ich, gibt es in diesem Haushalt keinen Grund. Ja, der Haushalt für Bildung und Forschung steigt insgesamt um etwa 1,2 Milliarden. Aber mehr als die Hälfte davon entfällt eben auf die Übernahme der BAföG-Ausgaben durch den Bund. Und zudem enthält der Einzelplan 30 eine saftige globale Minderausgabe von immerhin 478 Millionen Euro. Globale Minderausgaben bringt man immer dann aus, wenn man sparen muss, sich aber nicht entscheiden kann, wo. Und damit stehen aber wichtige Vorhaben theoretisch auf einer potenziellen Kürzungsliste. Und niemand weiß, wo gekürzt wird. Ich nenne das eine Luftnummer. Nur ist noch nicht klar, wo der Ballon platzt. Und nun kommt es. Wenn man jetzt die zusätzlich übernommenen BAföG-Mittel und die globale Minderausgabe addiert, dann kommt eine Summe von etwas mehr als 1,2 Milliarden heraus. Also ziemlich genau das, was Sie als Erhöhung verbuchen wollen. Ein Mehr für Bildung sieht aber anders aus. Statt kräftig bei der Bildung zu investieren, haben Sie eigentlich nur die globale Minderausgabe erhöht. Nun haben wir sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass im Zuge der Haushaltsverhandlungen noch mal umverteilt wurde.
8 Millionen streichen Sie beim Deutschlandstipendium. Anderswo kommen 3 Millionen dazu, dort 2, da 6. Immer schöne runde Summen. So richtig weiß man nicht, woraus sich die runde Summe ergibt. So fülle ich immer meine Weihnachtstüten, wenn am Ende noch Süßigkeiten übrig sind. Das hat doch nichts mit einer sinnvollen und bewussten Prioritätensetzung zu tun. Mir erschließt sich das nicht. Nun erwarten Sie sicher, dass die Länder das beim BAföG ersparte Geld in die Bildung stecken. Aber sie können es eben nicht mehr beeinflussen, weil sie in vielen Bildungsfragen nichts zu melden haben. Im Gegenzug bleiben aber wichtige Bildungsaufgaben des Bundes dann auch auf der Strecke. So wird zum Beispiel trotz steigender Bedarfe bei der Aufstiegsfortbildung weniger eingeplant. Das ist ein Rechtsanspruch, wird mir Kollege Rossmann gleich wieder vorhalten. Doch wenn das Geld, das man hier ausbraucht und auch ausgeben will, gar nicht einplant, dann muss man es erwirtschaften und das aus anderen Haushaltstiteln. Und dann ist das nochmal eine Erhöhung einer globalen Minderausgabe, weil es ja irgendwo herkommen muss. Es ist also eine versteckte Minderausgabe. Und das ist weder transparent noch, Frau Hübinger, ist das seriös. Oder nehmen wir die Berufsorientierung. Da stocken Sie zwar nun auf, doch in einem Berufsorientierungsprogramm, das Sie zurzeit überarbeiten, sollen die zusätzlichen 100 Euro für Schüler mit besonderen Förderbedarfen aus Förderschulen gänzlich gestrichen werden. Bezeichnend ist die Begründung, die ich auf meine schriftliche Einzelfrage vom Staatssekretär Müller erhielt. Künftig sollen diese Schüler mit besonderem Förderbedarf nicht mehr in Förderschulen unterrichtet werden, sondern in Regelschulen, also inklusiv, und da brauche man die Förderung nicht mehr. Das ist nicht die Idee der Inklusion. Da müssen Sie sich einfach noch mal kundig machen. Aber wenn Sie so über die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen reden, dann wundert mich nicht, dass wir in der inklusiven Bildung nicht weiterkommen. Sie meinen, dass der eigene Koalitionsvertrag Leitlinie für die eigenen Handlungen ist. Aber was wird zum Beispiel mit der Ausbildungsgarantie? Die ist mit nicht einer einzigen belastbaren Zahl im Haushalt verankert. Oder die digitale Bildung. Was haben Sie unternommen, um mit den Ländern irgendetwas zu vereinbaren? Wie wollen Sie digitale Lernmittelfreiheit finanzieren? Ich meine, wenn Sie mit den Ländern etwas gemeinsam machen, gehe ich doch davon aus, dass der Bund da auch Geld reinsteckt. Aber ich finde nichts. Also alles nur warme Luft und Zwiebacksparstaub, das hätte zumindest meine Oma dazu gesagt. Ich finde, Sie sind sehr unsachlich. Vielleicht gucken Sie sich einfach mal das an, was Sie in den letzten Monaten, Wochen so intensiv ausgehandelt haben. Das habe ich getan. Da habe ich dazu richtig nichts gefunden. Sie können es mir ja nachher mal zeigen. Nein, Ihr Haushalt ist wahrlich kein Grund zum Jubeln und weißen Rauch aufsteigen zu lassen. Sie müssen jetzt suchen, wo Sie vielleicht die 478 Millionen herbekommen. Ich will Ihnen 2 Vorschläge machen. Zumindest ein bisschen könnten Sie damit einsparen. Verzichten Sie doch auf den Export der hochradioaktiven Brennelemente in die USA. Nehmen Sie dazu einfach unseren Änderungsantrag an und streichen Sie das Deutschlandstipendium ganz. Und wenn man das zusammenrechnet, sind das etwas mehr als 100 Millionen. Also das ist ein guter Anfang, finde ich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Hein. Nächster Redner in der Debatte, Hubertus Heil für die SPD. Das ist alles leichtgewichtig, Herr Kollege. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Dr. Hein, ich war in der letzten Legislaturperiode auch Opposition, wie Sie das jetzt sind. Ich habe da eins gelernt. Ich finde, dass Souveränität in der Opposition und übrigens der Angriff auf eine Regierung immer passend ist, wenn man auch mal die Größe hat, zu sagen, was eine Regierung geleistet hat. Dann kommen nämlich Ihre anderen Dinge ein bisschen deutlicher vor. Das haben Sie aber nicht geschafft. Und deshalb ist der Eindruck einfach eines Zerrbildes nach Ihrer Rede nicht ganz von der Hand zu weisen. Vieles, was Sie an Fragen gestellt haben, ist einfach zu beantworten. Beim Thema digitale Bildung wird Ihnen das die Kollegin Eske nachher sagen. Ich will Sie nur auf eins hinweisen. Diese große Koalition, das hätten Sie auch mal erwähnen können,
hat binnen eines Jahres mehr bewegt als die Vorgängerregierung in 4 Jahren. Ich will Ihnen das an den einzelnen Punkten auch belegen. Das kann man auch an Zahlen dieses Haushaltes sehen. Dies ist ein Rekordetat. Das BMWF hat, das hat die Ministerin zu Recht erwähnt, ein Etat von 15,3 Milliarden Euro. Und noch mehr mit den Entscheidungen dieses Jahres im ersten Jahr dieser Großen Koalition ist für den Zeitraum von 2015 bis 2023 so, dass wir zusätzliche Bundesmittel von rund 31 Milliarden Euro mobilisieren. Ich will die Zahl mal nennen, wir können sie auch aufschlüsseln. Wir haben die 100-prozentige Übernahme des BAföGs. Und wenn ich das mal für diesen Zeitraum hochrechne, dann sind das bis 2023 allein 10,5 Milliarden Euro zusätzlich für Hochschulen, für Schulen, aber das ist auch möglich, auch für frühkindliche Förderung. Das könnten Sie zumindest als Opposition mal anerkennen. Das ist ein Riesenschritt an dieser Stelle. Sie können immer noch sagen, es ist nicht genug, aber so zu tun, als würden wir noch kürzen in der Bildung, ist nicht ganz redlich, Frau Dr. Hahn. Wir haben mit der Übereinkunft den Hochschulpakt auf den Weg zu bringen, bis 2023 zusätzlich 14,1 Milliarden Euro mobilisiert. Auch das ist eine stramme Leistung. Und ich finde es auch richtig. Und wir haben bei den Programmpauschalen weitere 2,03 Milliarden bis 2020 und über den Pakt für Forschung und Innovation 3,87 Milliarden Euro, also zusammen 31 Milliarden Euro. Und da können Sie nicht so tun, als würden wir in diesem Bereich kürzen. Sie können gerne sagen, es ist immer nicht genug. Ihnen ist ja nie was genug an dieser Stelle, aber bitte kein Zerrbild nach dem Motto, die kürzen bei Bildung, das ist nicht die Wahrheit. Also ich finde, dass die Bilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einem Jahr sich so darstellt. Wir haben 6 Milliarden Euro, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, für Bildung und 3 Milliarden für Forschung auf den Weg gebracht. Wenn der Bundesrat und die MPK dem Ganzen zustimmt, ist das ab 1. Januar auf der Schiene auch gesetzgeberisch. Wir haben die BAföG-Übernahme, also 1,17 Milliarden ehrlich für gute Bildung. Also wir haben den Hochschulpakt, den ich genannt habe, wir haben den Pakt für Forschung und Entwicklung und, worauf ich sehr stolz bin, wir haben in einem Jahr auch Dinge geschafft, die gar nicht im Koalitionsvertrag stehen, aber die zusätzlich auf den Weg gebracht wurden. Das betrifft die BAföG-Erhöhung, die immerhin ab 2016 825 Millionen mehr jährlich für Chancengleichheit mobilisieren, 110.000 zusätzliche Anspruchsberechtigte und Geförderte im Bereich des BAföG, Herr Gehring. Da kann man immer darüber streiten, ob es ein Jahr zu spät ist. Sie wissen, ich wünsche mir das gestern, das ist doch nicht die Frage. Aber mal anzuerkennen, dass wir das schaffen und dass wir damit einen wesentlichen Schritt für Chancengleichheit machen, ist auch ein Stück Größe und Souveränität einer Opposition. Und wir haben, was nicht trivial ist, den 91b Grundgesetz miteinander in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Das ermöglicht Formen der Kooperation, die es, ich betone das, noch nie zuvor gegeben hat im Bereich Wissenschaft und Forschung. Das ist gar keine Frage. Wenn wir eine absolute Mehrheit gehabt hätten und mit euch die Zweidrittelmehrheit gehabt hätten hier im Parlament, hätten wir das Kooperationsverbot für die Schule auch noch gekippt, gar keine Frage. Das ist aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ihr habt uns noch nicht zur absoluten Mehrheit verholfen und euch auch nicht so stark gemacht, dass wir 2 Drittel zusammen hinbekommen. Also zu Deutsch, lieber kleine Schritte als große Worte, lieber Kollege Mutlu. Und das, was wir die Wissenschaft in diesem Bereich erreichen werden und können, das kann sich richtig sehen lassen für diese Koalition. Aber auch, Frau Ministerin, das gilt uns, glaube ich, gemeinsam im Bereich der Bildung, Wissenschaft und Forschung gilt das alte deutsche Sprichwort, wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Körperseite. Wir müssen tatsächlich jetzt bei allen Erfolgen, die wir miteinander. Ja, ist so, oder? Nee, ich habe es noch nie gehört. Aber okay. Claudia, vorhin hat. Verzeihung, Frau Präsidentin, vorhin hat der Kollege Schulz behauptet, Sie würden jetzt leuchten. Ich finde, Sie leuchten immer. Das wollte ich auch noch sagen. Aber jetzt jenseits. Ja, ist doch Strahlen. Ist der richtige Begriff. Aber jenseits des Strahlens muss man auch handeln. Und wir haben tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir neben den Erfolgen, die wir haben, in den nächsten Jahren auch die Weichen richtigstellen. Und ich behaupte, das Jahr 2015/16 gibt Gelegenheit für zentrale Weichenstellungen. Ich möchte mich auf 4 Punkte beziehen in diesem Bereich. Eins ist gesagt worden, mit diesem Haushalt mobilisieren wir mehr für die berufliche Bildung. Aber wenn es richtig ist, dass die berufliche Bildung der Kern unseres beruflichen Ausbildungssystems ein Erfolgsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land ist, ein System ist, was Menschen, vor allem jungen Menschen, Chance gibt, zu einem selbstbestimmten Leben zu finden, dann haben wir
mindestens drei Dinge im nächsten Jahr zu bewegen. Das eine ist, und das haben wir auf dem Schirm, die Allianz für Aus- und Weiterbildung gemeinsam mit dem Bundesminister für Wirtschaft, mit dem Arbeitsministerium und dem Bildungsministerium geht es darum, tatsächlich die Ausbildungsgarantie von einer Überschrift zur Realität werden zu lassen, auch die Wirtschaft für zusätzliche Ausbildungsplätze in die Pflicht zu nehmen und den benachteiligten jungen Menschen über assistierte Ausbildung auch eine Chance zu geben. Zweitens, Sven Schulz hat es angesprochen, wir brauchen die Novelle beim Meister-BAföG. Das ist Aufstiegsförderung an dieser Stelle. Und ich kann mir das nicht verkneifen. Ich finde es sinnvoller, und das ist an den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz gerichtet, ich finde es nicht sinnvoll, Debatten von vorgestern über Studiengebühren zu führen. Wenn es um Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung geht, dann finde ich es sinnvoller, mal langfristig darüber zu reden, ob wir nicht Meistergebühren runterbringen in diesem Land oder irgendwann mal weghaben. Das wäre Gleichwertigkeit von akademischer und von beruflicher Bildung. Und wir haben uns auch um die Qualität und Modernität der beruflichen Ausbildung zu kümmern. Die Reform des Berufsbildungsgesetzes ist eine große Aufgabe. Ich möchte es an dieser Stelle mal ganz grundsätzlich sagen. Ich finde diesen lähmenden Widerspruch zwischen dem Vorwurf des Akademisierungswahns auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer Geringschätzung der beruflichen Bildung etwas, was uns nicht wirklich weiterhelfen. Wir brauchen beides in Deutschland, ordentliche Berufsausbildung, Fachkräfte an dieser Stelle und auch akademische Bildung. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Durchlässigkeit ist das Gebot der Stunde und nicht gegeneinander ausspielen. Das heißt auch, dass wir im Hochschulbereich weitergehen sollen. Vor allen Dingen müssen wir die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses und des Mittelbaus in der Zukunft verbessern. Wir haben zu wenig Dauerstellen, wir haben zu viel Unklarheit für junge Leute in diesem Bereich, wir haben auch zu viele Befristungen. Wir werden als Koalition, das haben wir uns vorgenommen, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz novellieren, mit Augenmaß, gar keine Frage, aber wir werden es novellieren, um tatsächlich den Missbrauch von Befristungen im akademischen Bereich auch zurückzudrängen. Ich sage aber auch, wir brauchen auch Mittel für eine Personaloffensive an den Hochschulen, damit junge Menschen, die eine gute Ausbildung an der Hochschule schon haben, im Wissenschaftsbetrieb auch Karriereperspektive haben, damit sie nicht alle ins Ausland gehen, sondern im Gegenteil die klügsten Köpfe der Welt auch nach Deutschland an unsere Hochschulen kommen. Und wir werden die Exzellenzinitiative fortsetzen. Da läuft noch viel Arbeit vor uns, aber wir werden darüber in der Koalition mit den Ländern zu sprechen haben. Und last but not least, wir setzen einen Schwerpunkt im Bereich Innovation und Forschung. Für uns ist ganz wichtig, ich glaube, das trägt uns auch in der Koalition, dass wir technologischen Fortschritt, dass wir wissenschaftlichen Fortschritt befördern, nach vorne bringen, aber dass wir immer auch dafür sorgen, dass aus technischem Fortschritt gesellschaftlicher Fortschritt wird. Das betrifft vor allen Dingen die Digitalisierung. Da geht es um IT-Sicherheit, um Standardisierung, es geht aber auch um Humanisierung der Arbeit beispielsweise. Es geht um die Frage, welche Grundlagen wir dafür schaffen, damit Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreich bleibt. Damit leistet die Bildungs-, die Wissenschafts- und die Forschungspolitik ihren Beitrag zu wirtschaftlichem Erfolg, aber eben auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit in diesem Land. Herzlichen Dank. Hubertus Heil war das, meine Damen und Herren, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Nach ihm jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Abgeordnete Katja Dörner. Auch sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Hubertus Heil hat was gesagt zur Souveränität der Opposition. Ich will mal sagen, zur Souveränität von Regierungsfraktionen sollte dazu zu gehören, auf Lobhudeleien zu verzichten an Stellen, wo sie nicht angemessen ist. Ich finde, der Haushalt für 2015 hat viele verpasste Chancen und das betrifft insbesondere auch den Einzelplan 30. Da werde ich gleich zu kommen. Frau Ministerin Wanka hat hier auch, wie wir das die ganze Woche erleben durften, die mausgraue Null bejubelt. Dazu muss man sagen, Fakt ist doch, dass die schwarz-rote Koalition ihre Schulden versteckt, dass sie eben das Geld nicht mehr bei der Bank leiht, sondern sie greift in die Rentenkasse, sie bedient sich beim Gesundheitsfonds und sie fährt bei der Infrastruktur auf Verschleiß. Ihre Null, welche Farbe man ihr immer geben möchte, ist doch letztendlich nur Augenwischerei, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Risiken und Lasten werden in die Zukunft geschoben und fallen damit dann den Jüngeren auf die Füße, also genau denen, deren Anliegen schon heute im Haushalt für das kommende Jahr und ganz besonders im Einzelplan 30 bei der Bildung, Wissenschaft und Forschung unterbelichtet sind. Das hat nichts mit einem soliden Haushalt zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das finden wir zukunftsvergessen.
Erst am Dienstag hat die OECD die Bundesregierung vehement aufgefordert, endlich mehr zu investieren und wachstumsfördernde Maßnahmen zu ergreifen. Und ganz konkret nimmt die OECD da auch den Bildungsbereich von der Kita bis hin zu den Hochschulen in den Blick. Und ich finde, das sind sehr vernünftige und vorausschauende Anregungen, die wir von der OECD bekommen. Aber man muss sich fragen, wo finden sich diese Anregungen, wo findet sich die Umsetzung im Etat von Frau Wanka im kommenden Jahr? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben in der letzten Sitzungswoche zwei zentrale Gesetzgebungsverfahren aus dem Zuständigkeitsbereich dieses Ministeriums zum Abschluss gebracht. Die BAföG-Novellierung und die Grundgesetzänderung zum Kooperationsverbot ist beides schon angesprochen worden. Und bei beiden wurden aus unserer Sicht ganz zentrale Chancen vertan. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen nicht denselben Fehler wie Sie, die Kollegen von Union und SPD. Wir wollen nicht, dass die Studierenden zwei weitere Jahre im Regen stehen und auf die längst überfällige BAföG-Erhöhung warten müssen. Wir haben das schon im Gesetzgebungsverfahren zum BAföG deutlich gemacht. Wir haben das hier auch namentlich abstimmen lassen. Und wir haben es eben auch im Haushalt, im Haushaltsverfahren ganz klar dokumentiert, dass wir es ernst meinen mit der BAföG-Erhöhung zum kommenden Semester und dass man das selbstverständlich auch solide finanzieren kann. Wir wollen nicht und wir bekräftigen das auch hier, dass die Studierenden die Opfer der mausgrauen Null werden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir wollen auch, dass das BAföG zum Leben und Lernen reicht. Und wenn die BAföG-Erhöhung dann endlich, wie es angekündigt ist, im Herbst 2011 kommt, dann haben die Studis in Deutschland tatsächlich sechs lange Jahre lang auf eine Erhöhung gewartet. Und in dieser Zeit sind bekanntlich die Mieten gestiegen, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, der Kaffee in der Mensa ist gestiegen, die Kopierkosten sind gestiegen, alles ist gestiegen. Und deshalb muss doch ganz klar sein, dass die BAföG-Erhöhung zumindest die Inflation ausgleichen muss. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen eine Erhöhung um 10% und nicht um die 7%, die jetzt geplant sind. Und wir sagen ganz klar, wir wollen diese Erhöhung jetzt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte noch zu einem Punkt kommen, der mir auch besonders am Herzen liegt. Wir haben als Grüne in diesen Haushaltsverhandlungen einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Flüchtlingen gelegt. Warum das angesichts der internationalen Krisen besonders notwendig ist, das liegt sicherlich auf der Hand. Insgesamt 1 Milliarde Euro zusätzlich wollen wir im Inland wie im Ausland zur Verfügung stellen. Und warum Union und SPD Flüchtlingen den Weg zum BAföG unnötig schwer macht, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wir brauchen endlich eine Politik, die alle Talente und alle Fähigkeiten fördert. Und da gehören natürlich die Talente von Flüchtlingen, die zu uns kommen, unbedingt dazu. Und deshalb ist es für uns völlig unverständlich, dass Flüchtlinge jetzt nach 3 Monaten arbeiten können sollen, aber 15 Monate warten müssen, bis sie BAföG beantragen können. Das ist aus unserer Sicht sehr ärgerlich, dass das im Rahmen der BAföG-Reform nicht aufgeräumt wurde. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nicht nur das BAföG wurde in der letzten Sitzungswoche novelliert, auch das Grundgesetz wurde geändert. Leider bleibt das Kooperationsverbot für die schulische Bildung bestehen. Das ist aus unserer Sicht ein ganz großes Übel, das uns noch auf die Füße fallen wird. Und ich habe eben schon auf die OECD und die Anregungen der OECD hingewiesen. Ein Ganztagsschulprogramm, wie wir es zwischen 2004 und 2010 hatten, das wäre doch in der jetzigen Situation genau das Richtige für die Bildung und eben auch für die Konjunktur. Und wir finden, sowas hätte auch in den Haushalt ab 2015 reingehört. Wir werden nicht müde zu kritisieren, dass der Koalition beim Thema Kooperationsverbot auf halber Strecke die Luft ausgegangen ist. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, und für die Wissenschaft, gut, da wissen wir es, da gibt es jetzt ab dem 01.01.2015 einen neuen Aktionsradius für den Bund. Es gibt nur offensichtlich keine neuen Ideen und es gibt kein Geld. Und das ist doch mehr als befremdlich. Mit großem Bimborium wird das Grundgesetz geändert und neue Kooperationsmöglichkeiten an der Stelle geschaffen. Aber was macht die Große Koalition mit ihren neuen Möglichkeiten? Was will sie damit anfangen? Man weiß es nicht. Wir finden das nicht ausreichend. Das ist keine zukunftstaugliche Politik. Insgesamt sehen wir, dass die Haushaltspolitik der Großen Koalition versagt, insbesondere da, wo es um die jüngere Generation geht, im Einzelplan 30. Und deshalb können wir dem so auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Die Rede von Katja Dörner war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Wolfgang Steffinger für die CDU-CSU. Also, gutes Beispiel.
Als nächster Redner hat Dr. Wolfgang Steffinger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschlands Zukunft gestalten, so lautet der Titel des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD. Deutschlands Zukunft gestalten. Wo wird es deutlicher als im Bildungs- und Forschungsbereich? Wenn wir uns die Aufgaben des Bildungs- und Forschungsministeriums ansehen, wenn wir uns den vorliegenden Haushalt ansehen, wenn Sie, wie ich, viel vor Ort unterwegs sind, Forschungseinrichtungen besuchen, mit Unternehmensgründern sprechen, dann wird deutlich, wir gestalten Deutschlands Zukunft und es ist eine gute Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deutschland steht als Forschungs- und Innovationsstandort ganz oben. Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise hat Deutschland die Ausgaben für Bildung und Forschung von Jahr zu Jahr gesteigert. Andere EU-Länder haben die Ausgaben in diesem Bereich teilweise massiv gekürzt. Der Haushaltsplan 2015 hat nicht nur eine schwarze Null, was die Neuverschuldung angeht, er beinhaltet mit 15,3 Milliarden Euro für Bildung und Forschung die bislang höchste Summe für diesen Bereich in der Geschichte der Bundesrepublik. Und damit legen wir den Grundstein für Innovationen, Wirtschaftswachstum, Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze. Die Anstrengungen der letzten Jahre haben sich auch gelohnt. Das zeigt ein Blick auf zahlreiche internationale Rankings. Von den 10 forschungsstärksten Unternehmen in Europa kommen 5 aus Deutschland. Die Zahl der in Forschung und Entwicklung tätigen Menschen ist seit 2005 trotz Wirtschafts- und Finanzkrise auf über 580.000 gestiegen. Das ist ein Plus von 114.000. Beim Export von forschungsintensiven Gütern gehört Deutschland mit einem Anteil von rund 12% am Welthandelsvolumen zu den Spitzenreitern. Und wir sind einmal mehr Nobelpreisnation. Es ist ein Wissenschaftler einer unserer großen Forschungseinrichtungen, nämlich von Max Planck, der den Nobelpreis für Chemie erhalten hat. Das alles zeigt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber auch, dass wir nicht nachlassen dürfen. Daher haben wir mit einer ganzen Reihe von strukturellen Reforminitiativen eine neue Dynamik in unser Wissenschafts- und Innovationssystem gebracht. Seit 2006 läuft die Hightech-Strategie, die wir zu einer umfassenden und ressortübergreifenden Innovationsstrategie weiterentwickeln. Hier werden die Themenfelder in den Blick genommen, die für unsere Gesellschaft sowie für Wachstum und Wohlstand von besonderer Bedeutung sind. Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, nachhaltiges Wirtschaften und Energie, innovative Arbeitswelt, gesundes Leben, intelligente Mobilität und Sicherheit. Wir alle nutzen das Internet, sind mobil erreichbar, sprechen über die digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Produktionsprozesse der Zukunft. Das stellt uns selbstverständlich auch vor neue Herausforderungen, was die Sicherheit von Daten und Betriebssystemen angeht. Daher fördert das BMBF Kompetenzzentren auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Mit Erfolg. 3 Kompetenzzentren haben vor wenigen Wochen den 1., 2. und 3. Platz des Deutschen IT-Preises gewonnen. Ausgezeichnet werden hier innovative Konzepte und Lösungen zur IT-Sicherheit, Kryptographie, System- und Netzsicherheit sowie zur Abwehr von Cyberangriffen. Sie sehen also, auch im digitalen Bereich gestalten wir Deutschlands Zukunft. Mit dem Pakt für Forschung und Innovation fördern wir Erfindungen. So werden die außeruniversitäre Forschung bei Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer und Leibniz weiter gestärkt. Für 2015 ist der Mittelaufwuchs von 5% und ab 2016 eine jährliche Etatsteigerung von 3% vorgesehen. Und da sind die alle sehr glücklich darüber. Vielen Dank, Herr Kollege. Und diese Steigerung trägt der Bund auch alleine, ohne Länder und trotz ausgeglichenem Haushalt. Wir führen außerdem die Exzellenzinitiative fort und unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Bei all den wichtigen Punkten für die Wissenschaft, für die Studenten und für die Forschung dürfen wir aber auch die gleichwertige Säule unseres Bildungssystems, die berufliche Bildung, nicht vergessen. Unsere duale Berufsausbildung ist ein Erfolgsmodell und Exportschlager. Für uns hat die berufliche Bildung einen hohen Stellenwert und daher wurden auch, es ist schon angesprochen worden, die Haushaltstitel für überbetriebliche Berufsbildungsstätten und die Berufsorientierung gegenüber dem Haushaltsentwurf um 10 Millionen bzw. 12 Millionen Euro erhöht. Denn wir sind uns schon bewusst, dass es Jugendliche gibt, die durch eine unzureichende Berufsberatung eventuell einen für sie unpassenden Ausbildungsweg einschlagen. Und wir wollen einem Ausbildungs- und Studienabbruch vorbeugen. Die ergebnisoffene Berufs- und Studienorientierung und der Ausbau von Beratungs- und Berufsbildungsangeboten für Studienaussteiger und Umsteiger leisten hier einen wichtigen Beitrag. Wir müssen junge Leute wieder zu einer dualen Ausbildung motivieren. Hierfür müssen wir aber auch die Chancen und Wege aufzeigen, die es gibt. Und es gibt viele Wege. Einen Beitrag leisten Werbekampagnen, zum Beispiel vom Handwerk und Verbänden, aber auch unser Paket Chance Beruf. Und hier spielt natürlich auch das Thema Durchlässigkeit eine wichtige Rolle. Denn ein junger Mensch stellt sich natürlich die Frage, welche Chance habe ich denn mit meiner Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt? Was verdiene ich? Und habe ich die Möglichkeit, mich weiter zu qualifizieren? Und für uns gilt, es gibt keinen Abschluss ohne Anschluss. Ich durfte letzte Woche an der Hochschule München vor Handwerksmeistern sprechen. Vom Friseur, Bäcker, Elektrotechniker bis zur Goldschmiede war dort der erste Jahrgang des Bachelorstudiengangs Unternehmensführung zusammen. Die jüngste Mitte 20, der älteste Mitte 40. Hochmotivierte Leute, teils mit eigenem Betrieb, teils im elterlichen Betrieb, teils im Angestelltenverhältnis. Die wollen sich berufsbegleitend weiterbilden, ihren Betrieb voranbringen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für unser Land. Und es zeigt sich damit auch eines, wer sich in unserem Land ein Ziel gesetzt hat, fleißig ist, lernen will, sich engagiert, der bekommt auch die Möglichkeit und Unterstützung dazu. Und im Handwerk eröffnen sich gerade auch für junge Menschen in unserem Land, auch mit Migrationshintergrund, sehr viele Chancen. Weil das Handwerk und die vielen anderen Ausbildungsbetriebe jungen Menschen auch die Chancen geben. Die Ausbildungsbereitschaft unserer kleinen und mittelständischen Betriebe ist ungebrochen hoch. Und dafür von dieser Stelle mein herzlicher Dank. Das Handwerk ist aber auch auf unsere Unterstützung angewiesen. Wir müssen unseren deutschen Meisterbrief auf EU-Ebene verteidigen. Er ist und bleibt ein unverkennbares Qualitätssiegel für handwerkliche Qualität und hat eine besondere Bedeutung für die duale Ausbildung. Hierfür bitte ich Sie alle um Ihre Unterstützung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen aber auch auf diejenigen schauen, die ohne Abschluss die Schule verlassen. In diesem Bereich haben wir einiges erreicht. Die Quote der Schulabbrecher liegt bei unter 6%, es waren einmal 12. Aber auch das darf uns nicht zufriedenstellen. Ein großer Anteil am Bildungserfolg hat natürlich der Schüler selbst, aber auch der Lehrer. Lehrerbildung ist Ländersache, das wissen Sie, und es ist auch schon angesprochen worden, dass wir hier das Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung haben, dass wir uns insgesamt 500 Millionen Euro und davon im nächsten Jahr 45 Millionen Euro kosten lassen. Sie sehen insgesamt, die berufliche Bildung liegt uns ebenso am Herzen wie die akademische Bildung und die Forschung. Das war aber mit Verlaub auch klar, denn für Deutschlands Zukunft brauchen wir hervorragend qualifizierte Leute in allen Bereichen. Sie sehen, wir investieren stark in Bildung und Forschung und haben unseren Haushalt in Ordnung. In unserem Land gibt es viele motivierte und engagierte Menschen, die mit Fleiß, Ehrlichkeit und Willensstärke unser Land weiter nach vorne bringen. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Deutschlands Zukunft. Vielen Dank. Die Rede von Wolfgang Stefinger war das für die CDU-CSU-Fraktion. Der nächste Redner ist jetzt Willy Brase für die SPD. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ministerin Wanka hat dargestellt, wie stark die Innovationsfähigkeit Deutschlands ist. Ja,
Es ist das Zusammenspiel zwischen Ingenieuren, Meistern und Facharbeitern, wenn wir den industriellen Teil mal nehmen. Und dieses Zusammenspiel zu bewahren, zu stärken, nach vorne zu treiben, ist eine hochlöbliche, nein, ist eine wichtige Aufgabe zur Zukunftsgestaltung unseres Landes. Dieses findet nicht nur im luftleeren Raum statt, es findet in Abteilungen, in Forschungseinrichtungen, es findet in Betriebsteilen statt. Und deshalb war es wichtig, weil die Weiterentwicklung ja auch mit Digitalisierung zu tun hat, mit neuen Werkstoffen, mit neuen Produktionsverfahren, dass wir gesagt haben, wir wollen die Dienstleistungs- und Arbeitsforschung weiter nach vorne bringen. Und ich bin dankbar unseren Haushältern, dass wir wieder 6 Millionen draufsatteln können und dann dazu kommen, was Sie, Frau Wanka, neulich gesagt haben, bis 2020 eine Milliarde hier hineinzugeben, weil es geht um Arbeitsbedingungen, es geht um neue Formen, es geht um neue Werkstoffe, es geht um neue Verfahren und es geht um Humanisierung der Arbeit. Und ich glaube, das ist richtig, dass wir hier 6 Millionen weiter da drauf satteln. Und wir wollen, dass die Anträge und die Forschungsvorhaben, die sozusagen erarbeitet und auf den Weg gebracht werden, gründlich geprüft und auch schnell umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass wir das Geld nicht ausschöpfen, sondern wenn wir industriell weiterhin Deutschland so stark halten wollen, müssen wir auch auf diesem Pfad nach vorne gehen. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, was auch schon gesagt wurde, die Alphabetisierung bzw. dass wir Menschen haben, die nicht lesen und schreiben können. Und wenn es richtig ist, dass wir im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung auch in Teilbereichen Fachkräfte brauchen, dann ist das schon ein Grund, um zu sagen, ja, hier nehmen wir mehr Geld in die Hand, in diesem Fall auch 6 Millionen mehr, um den Menschen eine Chance zu geben. Und es geht letztlich nicht um den Menschen selbst, dass sie eine Chance haben, Dinge zu erkennen. Also nicht nur, dass es wichtig ist für uns als Gesellschaft, möglicherweise für Wirtschaft und Industrie, sondern die Menschen selbst müssen unterstützt werden. Und deshalb halten wir die 6 Millionen an dieser Stelle für richtig und sagen, das ist der vernünftige Weg. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung auch darüber gesprochen, diskutiert und entschieden, die berufliche Bildung weiter nach vorne zu bringen. Und wenn wir uns anschauen, dass wir uns seit mehreren Jahren auf den Weg begeben, dahingehend rechtzeitig junge Leute ein Stück Orientierungshilfe zu geben, in der Berufsorientierung, in der 8. Klasse, dass wir es jetzt ausweiten auf alle Schulformen und alle Schultypen, dann ist das nicht nur der absolut richtige Weg, sondern ist doch in gewisser Weise auch wachstumsfördernd. In dem Augenblick, wo junge Menschen sich in der Schule durch Potenzialanalyse, durch Praktika in Unternehmen, in Dienstleistungen, im öffentlichen Dienst ein Stück weit entscheiden können, werden wir sie nicht mehr finden in den Übergangsmaßnahmen, sondern wir werden sie finden in Ausbildung, wir werden sie finden in Ausbildung nach Landesrecht und wir werden sie finden hoffentlich beim richtigen Studium an der Hochschule und haben weniger Abbrecher. Und deshalb ist es richtig, dass wir hier 12 Millionen draufsetzen. Und klar ist doch auch, wenn wir in der Orientierung vernünftig und richtig anfangen und deutlich machen, wo jeder seine Perspektiven und Fähigkeiten hat, dann wird er vernünftig unterstützt. Dann ist das nicht nur wachstumsfördernd, sondern wir tun was sehr Sinnvolles für die jungen Menschen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns anschauen, wie ist es mit den überbetrieblichen Bildungsstätten des Handwerks und der Industrie- und Handelskammern. Wenn wir dort sagen, wir wollen sie zu Kompetenzzentren ausweiten, sie weiter auf den Weg bringen, auch das stärkt Qualität. Das stärkt sozusagen auch das Verhältnis Ingenieur, Meister, Facharbeiter in den Betrieben, in den Handwerksbetrieben, in den Industriebetrieben. Dann ist es richtig, dass wir hier 10 Millionen draufgesetzt haben. Und wenn es sein muss, müssen wir auch in den nächsten Jahren dort etwas tun. Sehr geehrte Damen und Herren, also zusammengefasst, Dank an unsere Haushälter, dass sie diesen Weg mitgegangen sind. Dank, dass wir den jungen Leuten eine Chance geben. Das ist für die jungen Leute gut, aber es ist für unsere Gesellschaft, für unsere Industrie gut. Glück auf. Willi Brase war das für die SPD-Fraktion. Nach ihm jetzt Thomas Feist, CDU-CSU. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und vor allen Dingen, ich freue mich, so viele junge Menschen heute hier zu sehen, die sehen, wie sehr wir uns mit dem Thema Bildung und Forschung beschäftigen, weil es nicht nur unser Thema, das ist vor allen Dingen unser Thema für euch. Wir diskutieren heute in
Wir diskutieren heute. Ich habe es nicht ganz verstanden, Kollege. Sie haben wohl zu wenig Redezeit, Herr Mutlu. Ja, es ist eigentlich schade, dass Ihre Fraktion Sie hier nicht vorne hinstellt, wenn Sie so etwas Wichtiges zu sagen haben. Aber quatschen Sie nicht dazwischen, hören Sie einfach mal zu, wie die jungen Menschen das da oben auch machen. Wir werden heute einen Haushalt beschließen, der in 9. Folge ein Haushalt ist mit Aufwüchsen. Wir werden heute einen Haushalt beschließen, der mit 15 Milliarden der bisher höchste Haushalt ist für Bereich Bildung und Forschung. Und das ist nicht nur ein guter Tag für Sie, Frau Ministerin, oder ein guter Tag für die Haushalte und das Parlament, es ist ein guter Tag für Deutschland. Wir haben darüber gesprochen, wie das Bild Deutschlands in der Welt geprägt wird, vorwiegend dadurch, dass bei uns die akademische und die berufliche Bildung Hand in Hand gehen. Und wir haben in diesem Bereich, gerade in der beruflichen Bildung, etwas draufgelegt, weil es wichtig ist, weil wir zusätzlich ja im akademischen Bereich großartige Anstrengungen unternehmen. Wir werden im Hochschulpakt 200 Millionen Euro mehr ausgeben für die zusätzlichen Studienanfänger. Wir werden das BAföG ab nächsten Jahr alleine übernehmen. Und wenn wir sehen, dass die Wissenschaft gerade in Deutschland immer mehr auch von dem Interesse von Hochleistungs-Nachwuchswissenschaftlern aus der ganzen Welt profitiert, dann ist es wichtig, dass wir natürlich schauen, was passiert bei uns mit der beruflichen Bildung. Und deswegen setzen wir in diesem Haushalt in der Berufsorientierung und in den überbetrieblichen Einrichtungen ganz besondere Akzente. Weil die besten politischen Entscheidungen ja die sind, die auch irgendwie durch ein Gutachten gedeckt sind, dann können wir zur Grundlegung unseres Haushaltes auch mal das Expertengutachten für Forschung und Innovation vornehmen, was aus dem Februar diesen Jahres stammt, also sehr aktuell. Dort lesen wir, ich zitiere, das deutsche Produktions- und Innovationsmodell basiert vor allem im industriellen Bereich auf einer spezifischen Verbindung von hochqualifizierten Absolventen aus dem Hochschulsystem mit hervorragend ausgebildeten Facharbeitern aus dem dualen Bildungssystem. Um diese Stärke in Zukunft nicht zu gefährden, gilt es, die Investitionen in die Erhaltung und Weiterentwicklung der Attraktivität der Berufsbildung fortzuführen. Die bildungspolitische Zielsetzung sollte sich weniger an Akademikerquoten, sondern mehr an einem optimalen Bildungsmix und flexiblen individuellen Bildungsbiografien orientieren. Soweit das Zitat. Genau das tun wir. Genau das bildet sich auch im Haushalt ab. Und ich möchte noch auf eine Haushaltsposition zu sprechen kommen, die bisher noch nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat, aber die Ministerin hat sie angesprochen. Und es ist wichtig, dass wir uns diesen Bereich noch mal anschauen, nämlich auch das verstärkte Engagement der BAs und auch des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Da geht es um die Berufseinstiegsbegleitung. Das ist gut. Noch besser wäre es, wenn wir das System der Berufseinstiegsbegleitung noch erweitern würden in Richtung einer assistierten Ausbildung, die sich eben nicht an den Regularien zuerst orientiert, sondern an den Bildungsbiografien und Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Wenn wir ab nächsten Jahr das BAföG komplett übernehmen, dann heißt das natürlich auch finanzieller Handlungsspielraum für die Länder. Diesen finanziellen Handlungsspielraum, wo wir sagen, der muss in Bildung, in die Wissenschaft investiert werden, das ist eine ganze Menge. 1,2 Milliarden pro Jahr übernehmen wir als Bund dann zusätzlich Geld, das den Ländern zur Verfügung steht. Und ich will Ihnen mal ein schönes Beispiel aus Sachsen geben. Nicht nur, weil ich aus Sachsen komme, sondern weil wir dort auch wirklich eine gute Politik machen. Übrigens ist jetzt auch in einer großen Koalition, das werden wir schon ordentlich hinbekommen. Wir haben dort im Koalitionsvertrag einen Passus, wo drin steht, wir werden uns dafür einsetzen, für eine flächendeckende Berufs- und Studienorientierung, die Gymnasien umfasst. Das ist richtig, so etwas im Koalitionsvertrag zu vereinbaren. Und genauso wichtig ist es, dass wir sagen, wenn wir vom Bund vorhaben, wir wollen eine flächendeckende Berufs- und Studienorientierung haben, und wir werden dort auch Geld, und das haben wir, 12 Millionen mehr zur Verfügung stellen,
dann sollten wir sehen, dass wir mögliche Anreize schaffen, dass die Länder, deren ursprüngliche Aufgabe das ist, diese Aufgaben übernehmen und wir schauen, wie wir sie vom Bund dabei unterstützen. Dafür werden wir uns auch in der nächsten Zeit einsetzen. Es ist über Berufsorientierung gesprochen worden. Gut, ich habe auch 3 Kinder, aber man sollte ja nicht nur immer nur vom eigenen Erleben reden, wie schwer das ist, wie man aus der Unübersichtlichkeit von Berufsbildern, vor allen Dingen aber auch bei Studiengängen, ja, mehrere 10.000 Bachelorstudiengänge, wer soll sich denn da durchfinden? Deswegen müssen wir in diesem Bereich etwas tun und auch da gibt es ein ganz aktuelles Gutachten von Allensbach, was nämlich jungen Leute untersucht hat und deren Vorstellung von Berufsorientierung. Und weil ja etwas Fachkenntnis auch nicht schaden kann, würde ich Ihnen das gerne mal zu Gehör bringen. Wir haben, jetzt muss ich den richtigen Zettel finden, ich habe ihn. 44% der Schüler, so sagt diese Studie, fühlen sich nicht ausreichend über berufliche Möglichkeiten informiert. Nur knapp ein Drittel hat konkrete Vorstellungen zur beruflichen Zukunft. 20% haben gar keine Vorstellung. 54% der Schüler an Sekundarschulen wissen nicht, welche Berufe gute Zukunftsaussichten haben. Neben Defiziten in der Berufsorientierung haben auch 62% der Gymnasiasten einen gefühlter Mangel, aber da ist ja auch was dahinter, an Studienorientierung. Nur 25% der Schüler holen sich Informationen bei der Agentur für Arbeit und davon schätzt nur ein Drittel diese Informationen als hilfreich ein. Deswegen ist es richtig, dass wir in die Berufs- und Studienorientierung finanzieren. Wir haben mit diesem Haushalt den Anfang gemacht und, liebe Kollegen, wir werden das doch in den nächsten Jahren fortsetzen. Im Übrigen ist die duale berufliche Bildung ein sehr gelungenes Beispiel für eine private und öffentliche Partnerschaft. Denn wir sollten auch die Leistung der Unternehmen mal nicht ganz vergessen. Neben dem, was wir hier im Bund machen und in den Ländern für die berufliche Ausbildung, sollte auch mal die Rolle der Unternehmen hier gewürdigt werden. Denn man muss sich vorstellen, 16.000 Euro kostet ein Azubi. Die muss man auch erst mal aufbringen. Die Investitionen in die Ausbildung liegen momentan bei 24 Milliarden Euro der Unternehmen pro Jahr. Und auch das sollte uns einen großen Dank in diese Richtung wert sein. Abschließend möchte ich auch noch den Blick nach außen mal etwas werten. Nur wenn wir hier in Deutschland mit einem ausgewogenen Mix von akademischer und beruflicher Bildung erfolgreich sein werden, werden wir auch das Überzeugungspotenzial haben, dass andere Länder in Europa und der Welt diesem Weg folgen. Deswegen will ich Ihnen am Schluss noch 2 Beispiele nennen, wo das auf dem Weg ist oder wo das auch schon funktioniert. Das eine etwas näher und das andere etwas weiter entfernt. Das eine, da geht es um Georgien, ein Land, das durch ein Assoziierungsabkommen näher an die europäische Gemeinschaft rücken will. Und da geht es nicht in erster Frage um Geld, sondern da geht es, sie wollen von uns lernen. Sie teilen unsere Wertegemeinschaft und Wertegemeinschaft heißt für sie auch, dass die duale Bildung etwas wert sein muss. Ich weiß, dass dort gerade in der Regierung gesprochen wird, wie kann man denn die gesetzlichen Grundlagen überhaupt schaffen? Wie können wir es schaffen, auch durch eine Forschung im Bereich der Berufsforschung, das akademisch zu begleiten, weil auch dort brauchen wir natürlich die Hochschulen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir, wenn wir die richtige Unterstützung geben, auch in diesen Bereichen dann die Unterstützung gegeben werden kann, dass die duale Berufsbildung dafür sorgen wird, dass in europäischen oder Ländern, die zu uns kommen wollen, in diesem größeren Europa die Jugendarbeitslosigkeit drastisch verringert und die Zukunftsfähigkeit von ganz Europa herstellt. Das zweite Beispiel, was ich gerne noch nennen möchte, kommt etwas weiter weg, das ist Ecuador. Die deutsche Schule in Quito mit 1600 Schülern, also eine der größten deutschen Auslandsschulen, die wir haben, hat vor einigen Jahren angefangen mit einer dualen beruflichen Bildung angeschlossen an das Schulsystem. Der Leiter der Schule war so erfolgreich mit diesem Modell, weil es ja auch um das Image von beruflicher Bildung geht. Das müssen wir uns ja auch klar machen. Die meisten Leute studieren ja, weil sie sagen, duale Bildung hat in unserem Land überhaupt gar keinen richtigen Stellenwert.
Die waren so erfolgreich, dass die Regierung diesen Berufsschullehrer nach seiner Pensionierung als Berater beschäftigt hat. Und jetzt haben wir Folgendes. Dieses Land hat die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen für eine duale Bildung nach deutschem Vorbild. Und pro Jahr werden 120.000 junge Menschen ausgebildet. Das ist auch eine nachhaltige Entwicklungspolitik, die wir für Europa und für die Welt leisten. Und wenn wir in Deutschland weiter daran festhalten, werden wir sehr erfolgreich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas Heiß war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Saskia Esken für die SPD. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich auf einen kleinen, zunächst unscheinbar wirkenden Haushaltsansatz eingehen möchte, über den ich mich ganz besonders gefreut habe, möchte ich mich bei all denen bedanken, die in den vergangenen Wochen diesen Haushalt entworfen und ihn in zahlreichen Sitzungen teils bis in die Nacht hinein beraten haben. Sie haben wirklich alle hervorragende Arbeit geleistet. Worüber ich mich gemeinsam mit meinem Berichterstatterkollegen Sven Vollmering so besonders gefreut habe, das ist ein kleiner erster Haushaltsansatz zur Förderung von OER. Ausgesprochen heißt das Open Educational Resources, auf Deutsch sprechen wir von freien Lehr- und Lernmaterialien. Im Haushaltsjahr 2015 soll für ihre Förderung zunächst 2 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und das finde ich großartig. Open oder frei heißen diese Lehr- und Lernmaterialien dabei nicht etwa, weil sie kostenlos oder gar umsonst zu erstellen wären, sonst bräuchten wir ja keine Haushaltsmittel dafür. Nein, der Begriff Openness oder Freiheit bezieht sich auf den freien Zugang, den jeder zu den Lehr- und Lernmaterialien haben soll. Dazu kommt eine möglichst freie Lizenzierung, die es Lernenden und Lehrenden ermöglicht, die Materialien zu verändern und sie weiterzugeben. Was bedeuten solche freien Lehr- und Lernmaterialien für unser schulisches und außerschulisches Bildungssystem, insbesondere dann, wenn sie in digitaler Form vorliegen und entsprechend ja auch eingesetzt werden können? Für Lehrkräfte eröffnen OER und digitale Medien die Möglichkeit, Lehr- und Lernmaterialien so auszuwählen und anzupassen, dass sie den eigenen Erfahrungen und Vorlieben, der besonderen Unterrichtssituation und den besonderen Bedürfnissen der Lernenden entsprechen. Wenn Lehrkräfte das heute tun, auf der Grundlage von geschlossenen, lizenzierten Materialien, dann arbeiten sie in einer relativ problematischen rechtlichen Grauzone und unter der ständigen Angst vor der Abmahnung. Für Lernende in Bildungseinrichtungen bedeuten OER und digitale Medien aktivere Lernprozesse. Sie erlauben das Lernen nach individuellen Zugängen und Bedürfnissen, auch im Sinne der Inklusion. Außerdem ist das vernetzte Lernen im Austausch mit anderen gerade für junge Menschen besonders motivierend, weil das Lernen damit dort stattfindet, wo sie zu Hause sind. Für Freilernende ist der offene und für den Endnutzer möglichst kostenfreie Zugang zu OER ein großer Gewinn. Denn er ermöglicht Menschen das lebensbegleitende Lernen, die durch ihre familiäre Situation, durch eingeschränkte Mobilität oder durch andere Gründe am Besuch einer Bildungseinrichtung gehindert sind. Und dies gilt sowohl für die berufliche Weiterbildung als auch für die Weiterbildung nach Bedarf und Interesse, nach Lust und Laune. Dieser ungehinderte Zugang zu Bildung und Wissen ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für das Bildungssystem. Für die traditionellen Hersteller von Bildungsmaterialien bedeuten OER nicht etwa eine Kampfansage. Das möchte ich wirklich sehr deutlich machen. Nach meiner Wahrnehmung kann, anders als auf der Grundlage von geschlossen lizenzierten Inhalten, gerade mit OER die wertvolle Arbeit, die Erfahrung und die Qualität, die die Schulbuchverlage heute in unser Bildungssystem einbringen, auch in Zukunft genutzt werden. Es wird den Verlagen, aber auch weiteren Akteuren ja weiterhin möglich sein, aus vorhandenen Inhalten auf der einen Seite und Bildungsstandards und Bildungsplänen auf der anderen Seite gute, praxistaugliche Unterrichtskonzepte zu entwickeln und die auch zu verkaufen. Denn solche Unterrichtskonzepte werden auch weiterhin gebraucht. Für die Qualität der Bildungsmaterialien kann die Offenheit einen Quantensprung bedeuten, weil gerade die vernetzte Erzeugung, die Nutzung und Weiterentwicklung von solchen Lernmaterialien auf offenen Plattformen die Qualität fördert und deren Sicherung erleichtert. Schon die Möglichkeit der stetigen Weiterentwicklung und Anpassung an die Anforderungen des Bildungsbetriebs stellt einen großen Vorteil zum analogen gebundenen Schulbuch dar. Die wesentlichen Vorteile von OER liegen also auf der einen Seite im offenen Zugang für alle und auf der anderen Seite in der stetigen Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der Materialien. Deshalb sind die 2 Millionen Euro für OER im Bundeshaushalt 2015 vielleicht zunächst unscheinbar, aber ein wichtiger Schritt für die Bildung und, wie ich finde, ein gutes Signal sowohl an die, die sich derzeit überwiegend ehrenamtlich mit OER beschäftigen, als auch an die, die heute schon mit dem Erzeugen von Bildungsmaterialien ihr Geld verdienen. Vielen Dank.
Die Rede von Saskia Esken war das für die SPD-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte zum Etat des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums ist jetzt Rainer Spiering für die SPD. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin jetzt ist das ein Jahr her, dass ich das letzte Mal vor einer Berufsschulklasse gestanden habe. Und lassen Sie mich ein bisschen so auch dem Ausdruck geben, was ich in diesem Jahr hier erlebt habe. Wir haben als Berufsschullehrer häufig den Eindruck gehabt, dass wir der Teil der Bildung sind, die ihren Job machen und tapfer vor sich hin arbeiten, aber dass wir keine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hatten. Und dann lassen Sie mich sagen, dass ich hier heute sehr froh und sehr glücklich bin, weil in meiner Wahrnehmung hat sich in dem Land unglaublich was passiert. So wie ich das in diesem Jahr erlebt habe, steht Berufsbildung im Fokus der Diskussion. Es bewegt sich, es berührt Deutschland. Und Deutschland ist berührt und bewegt sich. Und dafür möchte ich dem Hohen Haus erstmal herzlich danken. Frau Wanka hat hingewiesen auf eine Studie für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und auf die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hingewiesen. Industrie, Mittelstand, Handwerk. Und dann ergänze ich das mal, was Frau Ministerin gesagt hat. Ja, sind die Facharbeiter, die Ingenieure, das Umfeld dazu, aber darunter gibt es eine Basic. Und die Basic ist die deutsche Berufsausbildung. Die macht erst möglich, dass diese Innovationskraft überhaupt so vorhanden ist. Und ich finde, um dieses System lohnt es sich, jeden Tag zu streiten und zu kämpfen. Und das tun wir in diesem Haus, finde ich, vorbildlich im Moment. Hier ist auch der Begriff der Ausbildungsgarantie angesprochen worden. Nun ist eine Garantie in einem System wie Deutschland, wo die Berufsausbildung ein Teil des Arbeitsmarktes ist, kein System des staatlichen Dirigismus. Ich hoffe, dass jede und jeder das versteht. Und ich hoffe auch, dass jede und jeder nicht dahin möchte, dass wir staatlichen Dirigismus haben. Sondern es kann immer nur eine Frage von Angebot und Förderung sein. So, und da sind wir beim Pakt für die Ausbildung auf dem absolut richtigen Weg. Die assistierte Ausbildung ist angesprochen worden. Es ist die Berufsorientierung angesprochen worden. Und dann lassen Sie mich auch an der Stelle einmal den Bogen noch mal schließen. Eine etwas unselige Diskussion, die wir hier in diesem Hohen Hause doch teilweise geführt haben. Akademisierung kontra duales System. Welch Unsinn. Das eine bedingt das andere. Nur das eine ist mit dem anderen möglich. Und natürlich, da weise ich nochmal, doch mit großer Freude auf unser System hin. Es gibt kein vergleichbares Schulsystem weltweit, wo ein Absolvent ohne Hauptschulabsolvent durch das Berufsbildungssystem gleiten kann und wenn er denn fleißig ist, genügend gefördert wird, als Hochschulprofessor enden kann. Das gibt es sonst nirgendwo. Wenn wir uns der Frage, und dem habe ich heute aufmerksam zugehört, des BAföGs widmen, dann ist mir doch aufgefallen, dass es eigentlich nur eine Gruppierung gibt, die sagt, und Herr Dr. Feist ergänzt diese Gruppierung der Sozialdemokraten, es gibt die Frage des Meister-BAföGs ist nach wie vor ungeklärt. Und es ist wirklich sehr fragwürdig, warum eine Truppe junger Menschen, die sich mit hohem Engagement fortbewegt, eigenes Geld in die Hand nehmen muss, vieles in Kauf nehmen muss und ein Großteil von Jugendlichen BAföG genießen kann. Und deswegen bitte ich dieses Haus inständig, bei der Diskussion in Berufsbildung fortzufahren, Meister BAföG mit in den Fokus zu nehmen, damit unsere jungen Meisterinnen und Meister auch in Zukunft eine gute Zukunft haben. Lassen Sie mich mit etwas abschließen. Galileo Galilei hat gesagt, und sie bewegt sich doch. Und ich sage zu unserem Berufsbildungssystem, es bewegt sich immer, und das ist auch gut so. Die Rede von Rainer Spiering war das, meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion. Und damit ist die Debatte zum Etat für Bildung und Forschung zu Ende.